Also, InScoop hat ein Video hochgeladen zu dieser ganzen KLS-Geschichte mit Tim Gabel. Es geht eine Stunde. Wir wollen wissen, was da jetzt los ist. Let's go. Tim und mir wird jetzt gleich wahrscheinlich der, ich würde sagen, einer der wildesten Real Talks kommen, die jemals von uns gekommen sind. Der wildeste Real Talk, Leute. Der wildeste Real Talk. Wir werden jetzt als zum allerersten Mal in unserer gesamten Karriere werden wir Stellung nehmen zu Thema KLS, zum Thema, wie kam es damals zur Trennung. Was ist damals passiert? Es sind ziemlich viele Videos schon von der Seite von Karl gekommen. Wir sind nie drauf eingegangen. Wir wollten uns einfach nie dazu äußern. Und heute haben wir uns dazu entschlossen, dass wir es tun werden, dass wir es tun wollen. Einfach auch aus dem Aspekt, dass ihr noch nie gehört habt oder dass die Öffentlichkeit noch nie gehört hat, wie es damals aus unserer Sicht verlaufen ist. Am Ende des Tages, es gibt jetzt gleich ein Geschichte gegen Geschichte-Ding. Ja, also erstmal, ich kann verstehen, dass sie es öffentlich jetzt äußern, weil KLS hat sich ja so oft öffentlich geäußert und hat ja wirklich jede Situation genutzt, wo er irgendwo nochmal aufgrund von Tim oder Nico irgendwelche Reichweite absnacken konnte. Und jetzt hat er ja nochmal dieses Video gemacht, darauf reagieren die ja hier, also man wird auch das Video von KLS sehen. Ich persönlich hätte mir natürlich am ehesten gewünscht, dass KLS einfach sich aus der Sache raushält, weil eigentlich geht es ja, wie schon gestern gesagt, gar nicht um KLS, sondern es ging ja eigentlich um einen anderen Geschäftspartner, mit dem die auf die Schnauze geflogen sind, weil KLS ist ja eine ganz, ganz andere Nummer von damals noch gewesen. Und jetzt hat KLS sich wieder da sozusagen reingeklinkt, hat wieder ja, Sachen behauptet und jetzt beziehen die Stellung. Okay, und da haben die jetzt ein ganz, ganz schön ausführliches Video. Okay, also es könnte auf jeden Fall sein, dass es teilweise auch, keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall emotional behaftet, das Thema auch. Wir probieren jetzt hier so ruhig und sachlich wie möglich an die Sache ranzugehen. Weil es ist so, auf der einen Seite, guck mal, auf der einen Seite würde ich es am liebsten übel cool tun und auf alles kacken und so, aber ich muss schon sagen, da gibt es diverse Dinge, die mich einfach nur triggern und mich auch sehr, sehr sauer aufmachen. Wie soll ich sagen? Also, wir werden gleich das Video gucken und dann wird man es ja hören. Also ich habe die wichtigsten Stellen und die Stellen, auf die wir gerne eingehen möchten, habe ich gerade eben zusammengeschnitten. Ja, das heißt, wundert euch nicht. KLS hat ja gestern schon ein Video hochgeladen oder vorgestern, wo er gesagt hat, er könnte die Karriere von Nico beenden, wo ich auch schon gesagt habe, das glaube ich nicht. Mal schauen. Karl greift hier nochmal die Vergangenheit auf und darauf wollen wir jetzt eingehen. Let's go, Boys and Girls. Wir haben dazu sehr viel zu erzählen, sehr viele Insider-Informationen. Wir schauen uns jetzt gleich dieses Statement vom Tim Gabel an. Du warst dabei, als wir dem Tim Gabel das Auto abgenommen haben, damals den... Okay, bevor die was sagen, direkt muss ich schon mal eine Sache selber sagen. Ich finde es von Karl S. ziemlich überheblich zu sagen, yo, ich habe ganz viele Insider-Informationen zu der Insolvenz von Tim Gabel und Nico und so. Die hatten ja wirklich nicht mehr viel miteinander zu tun. Warum muss er die jetzt sozusagen öffentlich irgendwo in die Pfanne hauen oder bloßstellen und irgendwelche Insider-Informationen über ihre Insolvenz also sagen? Also warum muss der überhaupt was dazu sagen, frage ich mich. Naja, okay. Und ein bisschen herablassend, sage ich mal so. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, ich will jetzt ernst bleiben. Aber das ist... Du kannst es ja gerne mal sagen, es ist die erste Lüge, es triggert mich gerade hart. Also ganz kurz, wir haben sehr, sehr lange überlegt, ob wir das überhaupt als Video oder Livestream oder was auch immer, ob wir das machen sollen. Und ich lese halt Kommentare unter dem Video, by the way, ganz kurz, das Video hat 500.000 Views, also kein Problem auch für die Views an der Stelle. Aber unter dem Video lese ich Kommentare wie, oh krass, Karl, heftiger Diese Views sind gekauft. Lege ich mal Hand für ins Feuer. Ehrenmann und hätte niemals gedacht, dass Karl so ein Ehrenmann ist und solche Dinge. Ja, muss jetzt aber auch hier vorsichtig sein. Ne? Die Likes und Dislikes sind deaktiviert und es haben auch einige... Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe nur die Kommentare gelesen. Einige haben behauptet, dass da auch negative Kommentare gelöscht werden. Natürlich, wenn er die Dislikes und Likes aus hat und da nur noch Kommentare sind wie was für ein Ehrenmann, was für ein Ehrenmann. Also gehe ich auch stark davon aus, dass er die Kommentare ganz bewusst selektiert und die negativen Kommentare löscht. Es ist das, was Nico schon sagte. Das ist halt so, ey, guck mal, wenn wir uns jetzt verabredet reden wollen, um Schach zu spielen und du kommst mit einem Basketball und fängst mit dem Basketball an, auf dem Schachbrett zu prellen, das macht einfach keinen Spaß. Wollen wir ehrlich miteinander reden oder wollen wir lügen? Weil Lügen in der Öffentlichkeit, dann führt es zu so einem Rattenschwanz. Und das ist auch so eine Sache, auf die ich gar keine Lust habe und ich mich auch nicht einlassen werde. Darauf sage ich jetzt schon. Das ist das erste und das letzte Video. Genau, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir hier sagen wollen. Wir beide werden, das ist das Video, das wir jetzt zu dem Thema machen. Wir treffen jetzt unsere Aussagen, wir reagieren hier einmal drauf. Und egal, was danach kommt, und wir sind uns ganz sicher, dass Karl danach wieder reagieren wird und irgendwas erzählen wird, wir werden nicht mehr darauf reagieren. Das wird jetzt das erste und das letzte Video, das wir zu diesem Thema machen. Hier an der Stelle, ich kann jetzt mal gucken, ob ich Chatverläufe dazu finde. Ich müsste jetzt mal suchen, wegen dieser Autosache, wie ist das passiert, weil da haben wir gerade gestoppt und gesagt, dass es eine Lüge ist. Karl hat damals einen M6 gekauft, einen BMW, nachdem er sein 360-Grad-Paket gelauncht hat und halt Geld damit verdient hat und so, hab es alles so sein gegönnt, alles schön und gut. Dann hat Ralf danach, weil die beiden 50-50 diese Firma hatten, sich einen Panamera gekauft, einen roten Diesel. Und dann mit der Zeit, glaube ich, das war als Karl, hat Karl da den Ferrari gekauft oder nicht? Ich weiß es noch nicht, aber Ralf wollte den Panamera Turbo haben. Ralf wollte den Turbo haben, genau, und dann war halt der Panamera Diesel. Genau, das Problem war aber, dass diese Leasings noch liefen von dem Panamera Diesel und er jetzt niemanden hatte, den er quasi den abnehmen würde. Das war damals der Alex von GR, hat sich überlegt, soll ich nicht, hat dann gesagt nein. Und dann haben sie mich gefragt und ich war so, ja geil, klar.
Und jetzt kommt der springende Punkt. Der wurde mir nicht bezahlt. Den habe ich selber bezahlt. Das wurde mir entgegengerechnet. Das heißt, der lief über ihre Firma, aber die haben das abgezogen von dem Geld, was ich quasi hätte bekommen sollen. Was ich nie bekommen habe, by the way. Das heißt, ich habe für diesen Wagen gezahlt und... Erstmal hat er sein Geld nicht bekommen und dann hat er auch noch den Panamera bezahlt. Stark. Ich saß in dem Panamera schon drin, Leute. Ich war da nämlich drin in dem Panamera Diesel. Und zwar ist das gewesen im Dezember 2014. Da habe ich mir schon damals gedacht, Leute, was geht hier eigentlich ab? Aber okay. Ich dachte mir damals noch, okay, ja, jeder macht mit seinem Geld, was er will. Scheißegal. Diese KLS-Geschichte ist alles richtig alt. KLS hat sich nur wieder eingemischt. Eigentlich geht es hier um einen ganz anderen Businesspartner. Unterm Strich, was man hier sagen muss, die Aussage von Karl ist, die haben uns die Wegen abgenommen. In Wirklichkeit war es aber so, dass wir den Jungs die Wegen aus Eigeninitiative zurück auf den Hof gespielt haben. Wir wollten es denen reindrücken, muss man ganz klar sagen. Wir waren da komplett abgefuckt auf die, wegen diesem ganzen Streit und so. Und wir wollten, also wir haben von heute auf morgen, ohne es so anzukündigen, haben nur gesagt, wir treffen uns, und dann haben wir beide Wegen hingestellt, weil die über deren Firma laufen. Und weil Karl damals mir auch so angedroht hat, so, ja, hey, ich werde dir kein Geld auszahlen und so, weil die alle meine Einnahmen vereinnahmt haben und so, dass du dir keinen Anwalt leisten kannst und so gegen uns, bla bla bla. Und das war dann quasi die Reaktion, okay, gut, wir legen euch jetzt die Wegen hier zurück, ihr müsst die eh zahlen und wir wollen die nicht mehr haben, wir benutzen die auch nicht mehr. Das war damals das Ding. Das heißt, hier nur kurz das Ding, die Wegen wurden von uns bezahlt, die wurden zwar von Karl und Ralf damals über die Just Essential geleased, aber komplett an uns weiterbrechen, wir haben alles gezahlt, auch jeden Schaden, alles wurde gezahlt an diesen Wegen und ich will nur sagen, es stört mich an der Stelle... Der Punkt ist einfach nur der, das Video geht los mit einer Aussage, die so einfach nicht ganz korrekt ist und er probiert halt direkt so diese Position einzunehmen. Jo, ich stehe über den Jungs und ich habe die Kontrolle. Wir haben den Jungs die Wegen abgenommen und das ist schon mal so eine Aussage, wo das Video weird losgeht. Aber ist auch egal, wir gucken jetzt einfach mal weiter, okay? Waren damals bei mir unter Vertrag. Er hat gesagt, wir waren beide bei ihm unter Vertrag, das stimmt nicht. So, das ist halt schon wieder der nächste Punkt, mit dem es weitergeht. Tim hatte damals einen Vertrag mit Karl. Ich hatte nie einen Vertrag mit Karl. Ich war nie bei Karl unter Vertrag. Es ist direkt wieder falsch. Direkt wieder falsch. Ich hatte mit Karl nie in irgendeiner Art und Weise irgendeine Art von Vertragsverhältnis. Nicht zu einem Zeitpunkt. Und hier wird halt so gesprochen, jo, ich hatte die Jungs unter Vertrag. Ich habe auch einiges zu der Sache zu sagen, weil ich habe viel davon mitbekommen. Ich habe damals Nico schon immer gesagt, sei vorsichtig und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, was da alles noch gesagt wird. Ich hatte den Vertrag, du hattest keinen. Mhm. Okay, dann machen wir weiter. Von null auf hochgezogen. Dem Inscope habe ich das allererste Mal gezeigt, wie man überhaupt Geld verdient. Das Video habt ihr wahrscheinlich alle gesehen, sonst kann ich es hinten nochmal anfügen. Und die Jungs waren bei mir unter Vertrag. Okay? Dann haben sie hinterrücks... Also, dass er Nico das erste Mal gezeigt hat, wie man Geld verdient, kann ja stimmen. Aber was ist das bitte für eine Aussage? Nico war zu dem Zeitpunkt, als der Karl kennengelernt hat, noch ein Teenager. Er war noch nicht volljährig, glaube ich. Er war, glaube ich, 17 oder so oder vielleicht gerade 18. Dass Nico natürlich von der Welt noch keinen Plan hatte, ist ja logisch in dem Alter. Aber wenn Karls Aussage irgendeine Relevanz hätte, müsste man ja im Umkehrschluss sagen, jeder YouTuber oder jeder Influencer, der mit Karl S. noch nie zusammengearbeitet hat, hat noch nie Geld verdient, weil ohne Karl S., der erklärt, wie man Geld verdient, weiß ja keiner, wie man Geld verdient. Das ist so ein Bullshit. Glaubt ihr nicht, dass Nico auch ohne Karl S. Geld verdient hätte? Natürlich hätte er auch ohne Karl S. Geld verdient. Und jetzt letztendlich, wo ist das Geld, was er durch Karl S. verdient hat? Wo ist das Geld? Es ist alles Bullshit. Das ist Bullshit. Sowas zu behaupten, ja, ich habe Nico gezeigt, wie man Geld verdient. Bullshit. Dass Nico nichts gerafft hat, das ist wahr. Das ist absolut wahr. Aber selbst nachdem, jetzt mal kurzer Real Talk von mir, weil ich arbeite mit Nico zusammen. Selbst nach der ganzen Zeit von Karl S. hat Nico nicht gerafft, wie das Business funktioniert. Nico hat sich absolut unter Wert bei Placements verkauft, mit Abstand. Und erst als Nico in unser Management reingekommen ist, erst ab dem Punkt hat Nico richtig gut auch mit YouTube Geld eingenommen. Mittlerweile hat Nico den Durchblick. Er weiß, wie man Twitch-Cash macht mit YouTube und so weiter und so fort. Aber selbst nach der Zeit von Karl S. hatte Nico noch absolut keinen Plan. Also wenn ich das als Außenstehender beurteilen müsste, dass ich sagen würde, hat Nico durch Karl S. das Business verstanden? Nein, absolut nicht. Nico hat sich von Karl S. ein bisschen brainwashen lassen. Nico hat sich von Karl S. ein bisschen belabern lassen. Aber Nico hat das Business hat Nico nicht verstanden. Muss ich ganz ehrlich sagen, da labert der junge Müll. Ich möchte gar nicht absprechen, weil ich weiß gar nicht, ob manche Leute vielleicht irgendwie sowas denken, jo, ich bin nicht dankbar für die Zeit oder sowas. Ich kann an der Stelle sagen, ich bin Karl zu 100% dankbar, dass ich damals mit ihm zusammengearbeitet habe, dass er mir damals ein paar Tricks gezeigt hat, wie ich einfacher Geld verdienen kann, wie ich überhaupt Geld verdienen kann. Ich fand die Zeit damals ohne Spaß, Leute, das war für mich
eine der geilsten Zeiten meines Lebens. Es hat so Bock gemacht, damals mit den Jungs zu chillen, ins Gym zu gehen, die Videos zu drehen. Es war eine richtig, richtig geile Zeit. Aber irgendwann geht so eine Zeit halt auch einfach mal vorbei. Und ich finde, man muss da nicht sein ganzes Leben lang hinterher schauen. So. Und es ist einfach so. Leute ändern sich einfach. Man kommt nicht mal miteinander zurecht. Und dann gehen die Wege einfach auseinander. Eierkopf, Kuss. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht dankbar bin. Aber Karl hat auch von mir sehr, sehr gut und sehr, sehr viel profitiert. Also man kann hier nicht sagen, dass ich ihm irgendwie was schuldig bin. Absolut. Das sehe ich genauso. Natürlich könnte man jetzt sagen, jo, Unge, du bist parteiisch. Du hältst jetzt zu Nico und Tim, weil du die magst und mit Karl S. hast du nichts zu tun. Ja, das stimmt. Ich bin nicht komplett neutral. Natürlich, wenn ich jetzt behaupten würde, ich wäre komplett neutral, das wäre eine Lüge, weil Menschen sind nicht neutral. Natürlich sympathisiere ich mit Nico und Tim mehr. Das ist einfach ein Fact, klar. Ich versuche aber nicht aufgrund der Beziehung mit Nico und Tim das Ganze zu bewerten, sondern wirklich, ich versuche so objektiv wie möglich. Ich kann nicht komplett objektiv sein, weil es ist nicht möglich, das kann kein Mensch. Ich versuche aber so objektiv wie möglich zu beurteilen. Und das, was Nico gerade gesagt hat, stimmt. Denn Nico hat Karl auch extrem viel Reichweite gebracht. Diese Fitnessprogramme und alles. Und das jetzt als Karl gar nicht zu erwähnen, dass er sagt, ja, ich habe ihm gezeigt, wie man Business macht und so, das ist auch unverschämt. Das ist unverschämt, das weiß Karl auch. Karl hat durch Nico extrem profitiert. Karl hat sich reingezeckt. Karl hat sich richtig schön bei Nico reingezeckt. Also ich könnte jetzt auch krass ausholen. Ich gebe jetzt mal die Kurzversion und am Ende vom Video kann ich ja nochmal sagen, hier im Stream, dass es auch da ist. Ey, das war teilweise eine richtig, richtig geile Zeit und ich hab das genossen. Ich habe Karl als 17-Jähriger kennengelernt, der war auch jung, der hat das gemacht. Ja, überlegt euch mal, der war 17, die haben beide absolut nichts gerafft, als sie ihn kennengelernt haben. Die wurden komplett, auch wenn die eine gute Erinnerung zu der Zeit haben, meiner Meinung nach hat Karl ganz bewusst, weil er halt ganz genau weiß, wie man Menschen um den Finger wickelt, er hat ganz bewusst die Jungs um den Finger gewickelt. Und dann jetzt sich da hinzusetzen mit irgendeinem anderen Typen und zu sagen, ja Jungs, ich habe euch gezeigt, wie man Geld verdient. Ich habe euch dies gezeigt, ich habe euch das gezeigt. Das ist einfach nur von Karl S. einfach nur überheblich. Digga, ich habe damals schon immer zu Nico gesagt, das könnt ihr Nico fragen, ich habe damals schon immer zu Nico gesagt, deine Comedy-Videos sind der Hammer. Du bist so ein lustiger, unterhaltsamer Typ. Aber dieser Real Talk ist einfach nur ekelhafter Brainwash. Frauen zu uns früher und heute. Das, sowas zum Beispiel. Immer wenn die beiden zusammen im Auto saßen, da habe ich einfach nur abgekotzt. Das soll jetzt überhaupt nicht abwertend klingen. Das soll jeder machen, was er will. Da war plötzlich Nico wie ein anderer Mensch, wie ausgetauscht, wie vergiftet. Sobald das Mädchen Typen anspricht, ist sie direkt die übelste Schlampe. Ja, die übelste Schlampe. Ah, Mann! Oh mein Gott, Digga. Ihr könnt euch da die alten Videos angucken, wo die im Auto sitzen. Kann ich mir nicht geben. Konnte ich mir früher schon nicht geben. Ich habe gesagt, Bruder, dieses Bullshit-Gelaber mit Karl S., das ist der absolute Obercringe, das absolute Bullshit-Gelaber. Das ist so wie diese ganzen Business-Coaches auf YouTube, die immer so zu und so, ja, so wirst du erfolgreich, komm in die Gruppe. Das habe ich Nico auch schon ein paar Mal ins Gesicht gesagt. Die Sachen mit Karl, die waren der größte Cringe. Auch der Typ auf der FIBO, der gesagt hat, damals haben wir mit Speeren gejagt. Heute fliegen wir von Los Angeles nach Bangkok. Natürlich, ich fand auch damals diese ganzen Fitness-Leute, ich fand's lustig, weil das halt wirklich ein Meme war. Karl S., Ralf Settele und hier die ganzen Leute und Nico, die einfach Hops genommen hat damals. Aber dann plötzlich auf der anderen Seite setzen sich ins Auto und machen den übelsten, ernsten Real Talk über so Business-Sachen. Wenn man jetzt im Nachhinein weiß, Nico hat absolut damals noch nichts gerafft. Der hat uns damals vor 5, 6, 7 Jahren, hat er uns damals bis Real Talk mit Karl S. erzählt. Und jetzt blickt er auf die Seite zurück und denkt sich, Alter, damals, was habe ich eigentlich für einen Müll gelacht? Ich habe ja damals gar keinen, ich habe ja überhaupt nichts gerafft, so. Ich habe damals schon gesagt, Bruder, das ist einfach nur, lass die Scheiße sein. Lass diese Scheiße sein. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie nur aufs Alter abtun, aber dann ist man natürlich ein bisschen empfänglicher dafür. Ich will nur sagen, irgendwann wurde das Ganze aber so ein bisschen problematisch. Für mich persönlich war das der Zeitpunkt, da waren wir in L.A., Karl, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mit Sascha, nicht mit Sascha, sondern mit Mischa, Patrick und so weiter und so fort. Und dann waren wir waren bei diesem Asiaten auf diesem Hinterhof essen, als wir einmal dieses Auto bestaunt haben und so, da haben wir über GA und so gesprochen. Danach hast du mir so gesagt, so, ja, dein Ziel ist, weil ich dich immer so wieder gefragt habe, was dein Ziel ist und so, weil ich das immer cool fand mit dem Veganer. Ja, was ist dein Ziel? Ich kann mir schon denken, was das Ziel ist, auf der Forbes-Liste zu sein. Mal gucken, ob der es jetzt sagt, so einer der reichsten Menschen der Welt zu sein. Aber da hast du das erste Mal so richtig größenwahnsinnig so Sachen gesagt, wie du willst, dass Leute Goldstatuen von dir bauen, du willst einfach nur Milliardär werden und du willst einfach nur dies, das und willst ein Imperium bauen und Monopol und der Alleinherrscher sein und so weiter. Und das war so für mich der Zeitpunkt, wo es ein bisschen schwieriger wurde. Und hier muss man wirklich differenziert ran. True. Gut, dass Tim das auch mal anspricht. Nico war zu der Zeit mit Karl S. wirklich größenwahnsinnig. Und Nico hat so eine 180-Grad-Drehung gemacht und ich bin so froh über die Entwicklung von Nico. Der hat sich von Karl S. so krass belabern lassen. Er hat mir immer erzählt, yo, ich möchte auf der Forbes-Liste stehen, ich möchte zu den 10 reichsten Menschen der Welt gehören, ich möchte, dass Leute Goldstatuen bauen und sowas. Wie Tim gerade gesagt hat, der war wirklich eine Zeit lang größenwahnsinnig. Der wurde von Karl S.
komplett manipuliert. Und das Problem ist, Karl S. hat es bis heute nicht verstanden. Der macht immer noch seinen Müll. Also an dieser Stelle, Karl, Grüße gehen raus. Cringe it in. Ich will nur sagen, es ist wichtig, auch hier zu sagen und ehrlich zu sein, ich sehe das nicht alles irgendwie ausschließlich negativ, aber es ist wichtig zu verstehen, wann und warum es negativ wurde. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass da eben Nico eine sehr, sehr, sehr gute und wichtige Entwicklung hingelegt hat. Früher konnte er auch so, irgendwann war der Punkt gekommen, wo er nicht mehr so richtig über sich selbst lachen konnte, wo er alles so ernst genommen hat, Business, Golduhren, dann war diese Phase, wo ich mir einfach dachte, Nico, was machst du? Aber jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren hat er sich nochmal richtig, richtig ins Positive entwickelt, weil er verstanden hat, dass jetzt gerade auch das, nachdem er zu seiner Mutter und so gezogen hat, dass er verstanden hat, dass diese ganzen Zahlen und dieser ganze Müll, dass es alles letztendlich zweitrangig ist. Gemeinsame GmbH gegründet, was so eigentlich auch gar nicht zulässig war, okay? Der Tim hat ja auch dann bei Gericht gegen mich verloren. Okay, da fallen jetzt sehr dicke Aussagen. Warte mal ganz kurz, ich spule noch mal ganz kurz zurück. Hinterrücks, und die Jungs waren bei mir unter Vertrag, okay? Dann haben sie hinterrücks eine gemeinsame GmbH gegründet. Leider auch direkt wieder falsch. Also das ist auch wieder, guck mal, relativ einfach. Also erstmal, was heißt hinterrücks eine GmbH gegründet? Erstmal, so laut meinem Vertragskonstrukt war ich dazu in der Lage. B, ich habe, bevor wir diese GmbH gegründet haben, habe ich den Vertrag außerordentlich gekündigt bei euch. Und die Kündigung vom Gericht festgestellt, war ein öffentliches Verfahren, also konnte jeder daran teilnehmen, war gültig. Das heißt, es war eine recht wirksame Kündigung und diese GmbH, völlig unabhängig davon, war auch recht, also war legitim gegründet. Also ist nichts hinter deinem Rücken passiert. Da, so. Da ich plus, wir haben uns schon gestritten zu dem Zeitpunkt. Da ich auch nie in einem Vertragsverhältnis mit irgendjemandem von euch stand, demnach in dem Fall niemand da Rechenschaft schuldig war, war das einfach eine ganz normale GmbH gegründet. Wie Tim immer seine Brustmuskeln zwischendurch anspannt. Habt ihr es gesehen? Digga, was ist mit dir, Tim? Und ich glaube, von meiner Seite aus... Tim, was ist mit dir? Was ich dazu sagen kann, ist, Karl war für mich damals, es war die Zeit, wo du hast es dort in LA festgestellt, wie du gerade schon gesagt hast. Für mich war das die Zeit, wo Karl angefangen hat mit Wemmer. Ich weiß nicht, Chat. Oh Gott, Wemmer. Um Gottes Willen. Da habe ich auch damals mir einfach nur gedacht, welcher Mensch geht in so ein Wemmer-Seminar, rafft dich mindestens nach 10 Sekunden, dass es ein absolutes Pyramiden-Schneeballsystem ist, was einfach nur auf Scam aufgebaut ist. Oh mein Gott, das war auch so. Ey, das ist so unfassbar. Ich weiß nicht, wie man immer so viele dumme Menschen anziehen kann, aber da hat Karl S. einfach ein absolutes Talent. Und zwar schafft er es, mit solchen Mitteln Geld zu machen, mit solchen Mitteln, auf die man absolut nicht stolz sein kann. Und ich würde gerne mal von Karl wissen, ob er stolz ist auf diese ganze Sache, ob er stolz ist auf Wemmer und ob er stolz ist auf das, was er damals da gemacht hat. Ob es ihm nicht peinlich ist oder unangenehm. Falls ihr nicht wisst, was Wemmer ist, ist so ein absolutes Schneeballsystem-Scam-Scheiße. Wurde auch verboten übrigens. Habe ich auch damals schon gesagt, lass die Finger davon. Lass die Finger davon. Generell, zu allem. Alles, was irgendwie darauf aufbaut, wenn irgendein Typ zu euch kommt. Es können auch Leute aus eurer Familie und auch aus eurem Bekanntenkreis sein, weil es könnte sein, dass die Leute wieder von anderen Leuten übernommen wurden und so. Also, wenn irgendjemand zu euch kommt und sagt, pass auf, ich habe ein Produkt, das ist ein so starkes Produkt, das verkauft sich von selbst, du musst mir jetzt erstmal Geld zahlen, damit ich das Produkt gebe und du suchst dann nochmal 3 oder 5 andere Leute, die du auch anwirbst. Ab diesem Punkt müsst ihr auch schon merken, das ist einfach nur Scam. Das ist einfach nur Pyramidensystem. Einfach nur, lasst die Finger von sowas. Wemmer war für mich so die erste Sache, wo es ein bisschen weird wurde mit Karl. Waren einige dabei. Ich habe mich natürlich zu der Zeit damals auch dann hinreißen lassen, da für einen Monat lang mitzumachen und da irgendwie mich dran zu probieren, aber relativ schnell gemerkt, das ist nicht für mich. Wo für mich auch ein sehr, sehr springender Punkt war, wo ich gesagt habe, es wird weird, war als wir mit Karl, ihr müsst euch überlegen, Tim und ich, 20-jährige Pisser, wir sitzen bei Karl. Da noch 19. Oder 19, ich weiß gar nicht mehr. Also ich war 19, du bist 20 geworden. Karl an seinem Whiteboard, okay, macht das Whiteboard auf, wir sitzen dran, Ralf auch dran gesessen und Karl sagt, yo Boys, ihr seid nur auf der Zugspitze, aber ich will auf dem Mount Everest. Und dann hat er so eine Zeichnung von dem Mount Everest gemacht und so. Und dann sagt er so, yo, ich geh jetzt nach... Oh mein Gott, dieser Größenwahn, das ist so krass und das ist so typisch für diese Szene. Ich bin Multiunternehmer-Szene. Leute, die nichts haben außer Geld. Das ist so typisch für solche Menschen, dieser Größenwahn. München und ich lasse euch hier in Stuttgart und ich mache jetzt mein Ding in München und ihr macht euer Ding in Stuttgart. Und dann war für mich so, okay, krass, so dieses ganze Game wird hier gerade irgendwie voll gebrochen so und keine Ahnung, ich habe irgendwie so ein bisschen den Bezug zu Karl in der Zeit einfach verloren. Dann noch diese ganzen Geschäfte, die ihr neu eingeleitet habt. Mir kam es halt so ein bisschen vor, als hätte Karl so diesen Bezug zu Fitness, ey, und wir machen alle eine nice Sache und verdienen dabei Geld, so verloren und er hat sich nur noch aufs Geld verdienen fokussiert.
Und es wurde mir so ein bisschen, es war einfach weird in der Zeit. Und dann habe ich mich so ein bisschen abgewandt von ihm gefühlt. Und deswegen habe ich auch gesagt, hey, ich sehe es nicht ein, mit Karl zusammen damals eine Firma zu gründen. Weil das ist ein Punkt, den lässt er zum Beispiel immer raus. Er hat zum Beispiel mir damals vorgeschlagen, jo Nico, lass uns doch zusammen zu zweit eine GmbH gründen, an der ich mich zu 30% beteilige. Warum hat er das gesagt? Weil für Karl war das ein Dorn im Auge, dass Nico das Geld, was er mit YouTube verdient hat, nicht abdrücken konnte oder nichts von dem Geld abgedrückt hat. Und er hat gesehen, wie viel macht Nico Umsatz mit den ganzen Affiliate, Amazon Affiliate-Programmen, mit dem Fitnessprogramm, das er verlinkt hat für KLS. Die Leute werden immer gieriger. Ich würde auch gerne noch was von Nicos YouTube-Einnahmen haben. Oh, ich hätte doch gerne von Nicos das und ich hätte gerne von Nicos das. Und das Traurige an der Sache ist, was mir wirklich am meisten leid tut und was wirklich traurig ist, ist, dass die es geschafft haben, bei KLS Nein zu sagen und nicht ihr Geld abzugeben von YouTube und dann bei der neuen Firma mit diesem anderen Typen, mit diesem Philipp, alles an Geld in diese scheiß Firma reingesteckt haben und alles verloren haben. Und das ist so traurig, dass sie diesen Fehler beim ersten Mal noch ausgewichen sind, beim zweiten Mal voll auf den nächsten Abzocker reingefallen sind. Und es war halt damals so, Karl hatte weder einen Anteil an meinen YouTube-Einnahmen oder an meinen Amazon-Einnahmen. Ja, war mir so, das war mir so klar, das wusste ich, dass es jetzt kommt, weil es ist eindeutig. Und das ist ja auch der Punkt, warum ich jeden YouTuber nur warnen kann vor Netzwerken. Es wird der Punkt kommen, wenn ihr erfolgreich werdet, dann wird der Punkt kommen, an dem Netzwerke an eure Tür klopfen. Und ich sage jetzt bewusst keinen Namen, denn damit sind eigentlich alle Netzwerke gemeint. Wenn irgendjemand von euren Einnahmen mehr als 5 bis maximal 10% abhaben will, ohne eine absolut kranke Gegenleistung, dann macht das nicht. Lasst euch nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Es gibt so viele YouTuber, und das glaubt ihr nicht, es gibt so viele YouTuber, auch große YouTuber, 1 Million Abonnenten plus, die in Netzwerken feststecken, immer noch in Netzwerken feststecken, und es hat jetzt nichts mit Mediakraft oder so zu tun, Leute. Es hat nichts mit Mediakraft zu tun. Drücken bis zu 30% von ihrem Geld ab. Die zahlen mehr ans Netzwerk, das nichts tut, als die für Miete zahlen, als die für Essen zahlen, als die für alles Mögliche zahlen. Das sind junge Menschen, die ausgebeutet werden. Absoluter Scam in 99% der Fälle. Absoluter Scam. Seid vorsichtig, wenn ihr in Netzwerk reingeht. Ich will da niemandem was unterstellen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ihn das so ein bisschen gestört hat und dass er gesagt hat, jo, hey, der Lazo, ich habe den hochgezogen. Ich verdiene aber nicht wirklich was an seinen Einnahmen. Ein Management ist dagegen etwas, was Sinn macht, wenn es ein gutes Management ist. Es gibt auch sehr viel Trash-Management. Also auch 80-85% der Managements in der YouTube-Landschaft sind auch Trash. Das Problem ist, dass fast jeder, der mit Influencern Geld verdienen möchte, Trash ist einfach. Weil die Leute, die sehen nur, oh, Influencer, mit denen kann ich easy Geld verdienen. Da muss man einfach ganz vorsichtig sein. Ja, da muss man einfach ganz vorsichtig sein. Weil das Management sollte niemals Geld von YouTube-Einnahmen bekommen. Merkt euch einfach die Faustregel, wenn jemand von euren YouTube-Einnahmen Geld abhaben will, weg damit. Weg. Als Beispiel. Ich habe heute ein Placement hochgeladen. Okay, es sind 2 Minuten Placement hier am Anfang und dann geht das normale Video los. Und das Placement, darum hat sich mein Management gekümmert. Weil ich kümmere mich nicht um meine eigenen Placements, weil habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich möchte mich um Unterhaltung kümmern, ich möchte mich um Livestreams kümmern, ich möchte mich um die Sachen kümmern, an denen ich Spaß habe. Von dem Placement bekomme ich jetzt, sagen wir mal, Summe X. Und von dieser Summe, die ich bekomme, bekommt mein Management einen Prozent Anteil ab. Und das ist eine gute Sache, weil die haben dafür Arbeit geleistet, ich bekomme Geld und die bekommen was davon ab. Ihr dürft niemals den Fehler machen und euer Management einen festen Beitrag monatlich zusichern. Euer Management sollte nur dann Geld bekommen, wenn sie Geld ranbringen. Also niemals monatliches Geld abgeben an Management und auch an Netzwerk niemals monatliches Geld abgeben. Das heißt, ihr gebt niemals von euren YouTube-Einnahmen Geld ab und ihr gebt auch generell einfach kein Geld ab. Nur wenn Leistung erbracht wird, gebt ihr Geld wieder zurück ab. Das ist eine faire Sache. Warum sollte man ein Management oder ein Netzwerk die ganze Zeit Geld geben und die arbeiten dann einfach nicht vernünftig? Das Problem ist, haben sehr, sehr viele Creator. Zahlt einfach kein Geld für Leistungen, die nicht erbracht werden. Unterschreibt keinen Vertrag, in dem drin steht, monatliche Kosten, das und das oder so und so viel Prozent von YouTube-Einnahmen. Macht es einfach nicht. Also für alle Leute, die irgendwann mal YouTuber werden, macht es nicht. Ich kann leider nur noch die Leute warnen, die es noch nicht gemacht haben, weil die Leute, die es schon unterschrieben haben, die hängen jetzt noch 1 oder 2 Jahre in irgendwelchen Verträgen fest. Weiter geht's. Und dann habe ich halt in dem Fall habe ich halt abgelehnt und habe gesagt, nee, das würde ich nicht so machen. Das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich mich damals von Karl abgewandt habe. Wir haben Nico reingeholt ins Management 2018. Und da habe ich erst erfahren, wie Nico sich davor immer absolut verarschen lassen hat. Also erst da habe ich wirklich erfahren, was bei Nico eigentlich vorher los war. Ihm war so mittlerweile jedes Mittel recht und er hatte so gar keinen... So, es ging nur noch ums Geld und man ist bereit gewesen, über mehr oder weniger jede Leiche zu gehen. Und das war für mich so ein krasser Punkt. Aber der ausschlaggebende Punkt, warum ich gegangen bin, soll ich den jetzt geben oder soll ich gleich machen?
Lass gleich mal. Interessant bisher. Wir können hier tatsächlich heute mal richtig, richtig Business Talks noch nebenbei raushauen, weil es halt auch um dieses Thema geht. Fehler im Business. Und das ist das große Problem, gerade bei Influencer-Marketing. Viele junge Menschen, die auf YouTube oder TikTok heutzutage oder Twitch groß werden, viele junge Menschen verstehen halt einfach nicht, wie das Business funktioniert. Und das Problem ist, die möchten auch eigentlich gar nicht, die meisten wissen, wie das Business funktioniert, sondern die möchten einfach Unterhaltung machen. Die möchten einfach Spaß haben mit ihren Zuschauern, Leute zum Lachen bringen oder Leute zum Nachdenken bringen. Die wollen einfach Videos machen, gute Videos. Und diese ganze Business-Shit, da verstehen viele nicht, wie es funktioniert. Und deswegen mit der Nase eben dann im Dreck. Ist es mir auch passiert früher. Ich war auch in einem Netzwerk damals. Ihr kennt die ganze Story. Hatten wir über ein Jahr, anderthalb Jahre einen Rechtsstreit. Und letztendlich haben wir uns auf einen Vergleich geeinigt. Das heißt, der Rechtsstreit ging mir zugunsten aus. Ich habe Geld am Ende bekommen von dem Netzwerk. Damit hat sich die Sache geklärt. Ich habe gesagt, ich möchte danach nie wieder mit euch was zu tun haben. Ich sag mal so, komischerweise haben damals alle gesagt, ja, Unge ist zu dumm, Verträge zu lesen. Also die Leute, die mich haten wollten. Unge ist zu dumm, Verträge zu lesen. Er macht jetzt Aufstand so. Also es gab ja immer ein paar Hater, ne? Unge macht Aufstand öffentlich, er ist zu dumm, Verträge zu lesen. Komischerweise habe ich am Ende juristisch gewonnen. Seltsam. Ja, also ich sag mal, mehr muss ich dazu nicht sagen. Aber das war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich. Ich habe sehr viel Geld verloren damals. Und danach haben wir das Management gegründet. Und dann bin ich in diesem Management reingekommen, wo ich auch heute noch bin, Flow Forward. Und ich bin seit 6 Jahren, arbeite ich jetzt mit dem Management zusammen und ich bin super zufrieden, super glücklich. Ich habe Top-Leute da. Ich würde meine Hand für alle Mitarbeiter da ins Feuer legen. Die sind alle top. Und ich freue mich, dass auch andere Leute davon profitieren können, wie zum Beispiel auch Varion oder InScope mittlerweile oder auch Sascha und so weiter und so fort. Es ist einfach schön. Es freut mich. Ich möchte auch eine Sache noch klarstellen an alle Leute, die vielleicht in Netzwerken arbeiten und gerade zugucken und sich vielleicht ungerecht behandelt fühlen, weil ich gesagt habe, Netzwerke sind Schmutz. Also es gibt bei Netzwerken sehr viele kompetente Mitarbeiter und sehr viele korrekte Mitarbeiter. Selbst damals bei Mediakraft gab es richtig gute und nette Mitarbeiter. Und ich möchte absolut nicht gegen die Mitarbeiter von Netzwerken schießen. Aber eine Sache möchte ich nur klar sagen. Das Konzept von Netzwerken ist outdated. Das Konzept von Netzwerken ist nicht mehr zeitgemäß. Und Netzwerke müssen ganz, ganz, ganz klar umdenken. Es muss ein Umdenken stattfinden. Also ich hatte ja mit Karl einen Vertrag, das war damals für 18 und die haben ja meinen YouTube-Channel und so gegründet, also quasi auch meine Passwörter und so gehabt und dann wurde der Vertrag vorgelegt und dann hieß es so, in der Küche unterschreib jetzt oder ja, sonst scheiße, wenn du nicht unterschreibst. Also, ja, jetzt in der Küche unterschreib jetzt, niemals irgendeinen Vertrag unterschreiben, vor allem nicht, wenn ihr alleine seid und vor allem nicht vor Ort. Niemals vor Ort einen Vertrag unterschreiben, immer den Vertrag sich schicken lassen oder mitnehmen, von einem Medienanwalt prüfen lassen, wenn es um Netzwerk und sowas geht, immer von einem Medienanwalt prüfen lassen. Das Geld ist gut investiertes Geld. Das ist gut investiertes Geld. Anwalt durchgehen, aber wenn du das nicht unterschreibst, dann, also es hat Ralf gesagt, nicht Karl an dieser Stelle, muss man auch fairerweise sagen, dann kann ich auch einfach deinen ganzen Kack löschen und du hast nichts. Das ist auch so geil. Der Junge sagt, unterschreib den Vertrag oder ich lösche einfach deine ganze Scheiße. Was ist das schon für ein Arbeitsverhältnis? Das ist ja kompletter Bullshit. Habe ich mich dazu so ein bisschen belabern lassen. In dem Vertrag standen halt teilweise ein bisschen abstruse Geschichten drin. Also zum Beispiel damals diese Amazon-Affiliate-Link-Geschichten. Weißt du, wie viel ich abgeben muss dann die? Lass mich raten. 70% muss der abgeben. Das wäre schon heftig, stell dir mal vor. Ich sage einfach mal 70%. Also erst ab dem Vertrag. Davor 100% und ab dem Vertrag, schätz mal bitte. 90. Oh mein Gott. Ich habe 70% gesagt, weil ich dachte, schlimmer kann es nicht sein, dass er selber nur 30% von seinem eigenen Affiliate-Programm bekommt. Er hat selber nur 10% von seinen eigenen Sachen bekommen. Und die haben 90% bekommen. Was? 30% ist schon sittenwidrig, Leute. 30% ist schon absolut sittenwidrig. Leute, 90%? Um Gottes Willen, Alter. Passt auf, was ihr macht, Alter. Ich habe gerade, Alice hat den Vertrag gesehen. Ich habe den gerade dort, mit denen bin ich dann einmal durchgegangen, okay? Ist doch korrekt, Digga. Egal, okay. Das ist einfach so unverschämt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach unverschämt. What the fuck, Alter? Ich will jetzt hier auch keinen Kack erzählen, aber das war jetzt auch nicht, ne, heute ist jetzt auch nicht das große Geld, aber das damals haben wir damit Geld verdient. Ja, auf jeden Fall, aber das ist jetzt auch nicht das Wesentliche. Jetzt nicht das Wesentliche. So, dann ging es weiter. Dann war es für so Geschichten, grundsätzlich waren es circa, könntet ihr so vorstellen, 45% von meinen Einnahmen. Er sagt, das ist nicht das große Geld, aber es gibt Leute, die haben mit Amazon Affiliate Links, nur mit Affiliate Links, im Monat knapp 10.000 Euro gemacht. Also das ist schon, es ist schon möglich gewesen, damit richtig viel Geld zu machen. Gerade die Technik-YouTuber. Also nicht im deutschsprachigen Raum, da gibt es vielleicht nur eine ganz, ganz kleine Anzahl von, die überhaupt relevant genug sind, dass die so viel, aber
im amerikanischen Raum, die Technik-YouTuber, Alter, die Leute, die Videos gucken, die gucken die Videos speziell, weil sie sich dafür interessieren, was für eine Kamera, was für ein Handy, was für ein Stativ, was für Boxen, was für dies, was für das, was für jenes. Und die Leute, die gehen zu Technik-YouTubern und suchen in der Beschreibung offensiv nach Links, die sie anklicken können, um zu gucken, was für Produkte benutzt dieser Mensch, der so eine gute Qualität hat. Und damit haben die früher so viel Geld gemacht, absolut verdient auch. Finde ich gut. Also ich finde diese Amazon-Affiliate-Programme absolut cool. Aber überlegt euch mal, er hat damit vielleicht auch ein paar tausend Euro gemacht, im guten Falle, und musste aber 90% abgeben. Das heißt, ihm sind dann vielleicht, wenn er 5000 Euro gemacht hat, damit sind ihm 500 Euro geblieben. Ja, das sind deine 500 Euro von den 5000, die du umgesetzt hast. Herzlichen Glückwunsch. Digga, überlegt euch das mal. Damit er überhaupt 1000 Euro einnehmen muss, muss er 10.000 Euro verdienen, damit er 1000 Euro für sich behalten darf. Überlegt euch das mal, wie unverschämt das ist. Stellt euch mal vor, ihr geht arbeiten, ihr müsst so viel arbeiten, damit ihr überhaupt nur 1000 Euro bekommt, als Gehalt sozusagen. Dafür müsst ihr aber auch so viel arbeiten, wie jemand, der 10.000 Euro macht. Also ihr müsst das Zehnfache an Arbeit leisten. Das ist einfach nur unverschämt. Und ansonsten war es einfach nur so, Kim, der Begründung quasi, wir haben dich gefunden, als du nichts warst und deswegen wollen wir 45% und das Ding war quasi, lief auf 3 Jahre und die hatten dreimal die einseitige Option nochmal, um ein Jahr zu verlängern. Das heißt, dass die hätten den quasi 6 Jahre hätten die den laufen lassen können. Das heißt, die hätten 6 Jahre lang an mir verdient und sie hatten keine Pflichten. Das heißt, wenn ich selber funktioniere, hätte ich den effektiv halt einfach, kannst jetzt sagen, halt 45% meiner Einnahmen geben müssen. Ich müsste jetzt nochmal in den Vertrag gucken. Bei manchen Sachen war es jetzt weniger. Bei AdSense, bei YouTube war das, glaube ich, so, dass es irgendwie so eine Teilgeschichte war, dass ich ab einem gewissen, was war es nochmal, ab welchem Betrag musste ich abgeben? 30% musst du abgeben. 30% von YouTube musste ich abgeben. Was, also kein Netzwerk der Welt will von dir auch 1%. Ein sehr gutes. Da hat er recht. Ein gutes Netzwerk von dir wird das nicht machen. Aber wie eben schon gesagt, es gibt Netzwerke und ich kenne Leute, sind in Netzwerken drin und zahlen 30%. Und das sind Leute, die ihr auch kennt. Also Vorsicht. Mal nur mal so, dass man so das Vertragskonstrukt kennt. Also fair war das von vornherein nicht. Okay, habe ich gemacht, alles gut, ich habe es unterschrieben und ich stand auch dazu. Das heißt, alles Geld, was in diesem Ding war, wollte ich auch nicht haben. Das heißt, alles, was unter diesem Vertrag gefasst ist, wollte ich nicht haben. Dann wusste ich ungefähr, wie viel Geld ich aber verdient habe, in Summe. Ja? Und dann war ich eines Tages bei Karl und Ralf daheim, da war Ralf vor diesem Commerzbankkonto. Und da habe ich halt geguckt und habe festgestellt, dass auf deren Firmenkonto, damals von der Just Essential GmbH, weniger Geld war, als sie mir nach Abzug von allen diesen Sachen, die sie quasi aus dem Vertrag bekommen, mir schulden würden. Okay? Oha, das heißt, die haben sein Geld nicht mal auf dem Konto gehabt, sondern die haben sein Geld benutzt und haben wieder andere Sachen damit gemacht, ohne dass es irgendwie vertraglich festgehalten wurde. Das ist ja unverschämt. Es wird immer unverschämter. Angenommen zum Beispiel, das sind 200.000 Euro, sagen wir die Hälfte, dann gehört die Hälfte denen, können die machen, was sie wollen, aber die haben 100.000 Euro, die sie für mich vereinnahmt haben. Du weißt ja, die haben ja damals mein Geld vereinnahmt. Und ich habe quasi so eine Art Gehalt von denen bezogen. Ja? So haben die das gemacht, weil, wie soll ich sagen, das war halt so das Leichteste. Die haben gesagt, so wegen Steuern ist am gechilltesten. Die haben den so nach Strich und Faden ausgenommen, unfassbar. Die haben sich die Hände gerieben, die haben jeden Tag zusammen gesessen und haben sich nur gedacht, hahaha, guck mal, wie wir Tim Gabel einfach nur wegrippen. So saßen die da, Alter. Und das hatten die auch mit InScope vor. Ah, das ist so traurig einfach. Also die haben auf gut Deutsch im Prinzip einfach mit deiner Kohle gewirtschaftet. Ohne mich zu fragen. So, und dann bist du halt da und dann frage ich halt, hey, also, was soll das, Alter? Und er war so, ja, ist doch ganz normal und selbstverständlich, ja, wir haben die Kohle in Profium reingebuttert und so. Und ich war so, hey, what the fuck? So, gehst mit meinem Geld ins Risiko. Kannst das nicht machen, Alter. Also es geht einfach nicht klar. Du musst mich auch fragen, was, wenn das Geld weg ist. Du hast gerade mein Geld ausgegeben. Und er so, ja, das kommt ja wieder zurück, blablabla, blablablub und so. Und du weißt, wie das ist. Also allein mal, wenn wir jetzt quasi von Geschäften reden, dann ist es, du musst mich fragen, ob ich dir Geld leihe. Und zum Beispiel in solchen Geschichten ist es halt, okay, du leihst mir Geld und ich habe quasi eigentlich Aktien angescheißt. Nicht, dass ich jetzt das irgendwie dort, dass mir jetzt im Wesentlichen darum ging, aber es ging mir einfach nur darum, mein Geld wurde ausgegeben, ohne dass ich gefragt worden bin. Das ist einfach nur asozial. Dann war mir halt so klar, okay, und dann habe ich gefragt, okay, was, wenn ich jetzt sage, weil ich kann ja jederzeit laut meinem Vertrag, kann ich diese Hälfte oder so, die ich bekomme, kann ich einfordern. Dann habe ich gesagt, was ist jetzt, wenn ich das Geld haben will? Ja, dann kriegst du es nicht. Dann habe ich gesagt, ja, haben wir ein Problem. Dann habe ich mich halt beraten lassen, anwaltlich und so, und dann haben die halt erstmal gesagt, das ganze Ding ist, kommen sie das halt, haben die, also mein Anwalt hat mir quasi dann geraten, dieser komplette Vertrag ist halt ein Scam und so, hat geguckt, ob der sittenwidrig ist, er hat gesagt, das ist so knapp an der Grenze, aber man kommt mit einem anderen Ding, ich glaube. Warte mal ganz kurz. Der Anwalt hat gesagt, der Vertrag von ihm ist knapp an der Grenze zu sittenwidrig. In dem gleichen Vertrag, wo drin steht, dass er 90% von Affiliate Marketing abgeben musste, das kann ich mir am besten wenig vorstellen. Entweder haben die Vertragsstrukturen so raffiniert gemacht, Digga, das ist aber absolut sittenwidrig gewesen. Dann habe ich quasi wegen diesem wichtigen Vertrauensgrund gekündigt. Davor, ganz, ganz wichtig, ich bin mehrmals zu Karl gegangen und habe versucht, eine gütliche Einigung zu finden. Das heißt, ich habe ihn angeboten, alles, wo ihr was macht, könnt ihr weiterhin laufen, können wir einen 9%-Satz vereinbaren, der fair ist, dass ihr dort Geld verdient. Habe ich den angeboten, für noch quasi einen Zeitraum. Was war denn der Grund? Für 1-2 Jahre, was? Also, für den Grund gab es ja irgendwelche Auslöser. Ja, pass auf. Dann habe ich das halt Karl quasi vorgeschlagen und so. Und dann, ich habe jetzt mein Handy nicht hier, sonst kann ich Voice-Memos abspielen. Kannst du mein Handy kurz nochmal kurz zeigen? Ich kann euch da einfach mal kurz zeigen, wie der Voice-Memo, wie Karl zum Beispiel da reagiert hat. Er ist halt komplett ausgerastet und hat es überhaupt nicht gesehen. Und dann war es halt für mich, und es ging halt war so hin und her. Ne? Es war halt ein paar Mal, mehrmals. Und dann war es halt für mich so, okay, gut, ich finde da jetzt keine Einigung. Und dann private Sprachnachrichten
abzuspielen, sind Dinge, habe ich auch schon getan, sind aber nicht korrekt. Also egal in was für einem Zusammenhang, wir gucken mal, was da drin abgeht. Aber trotzdem, prinzipiell würde ich sagen, private Sprachnachrichten abzuhören, habe ich den Fehler auch gemacht, würde ich nicht mehr machen. Weil Dinge, die man privat schreibt, sind eigentlich auch privat. Ne? Jo Tim, das kommt absolut nicht in Frage. Und allein schon, dass du das willst, dich nach der Freiheit, du verlierst völlig den Fokus. Mach mal ein Herzschlag. Wenn du mal die Basics hinkriegst, ich weiß nicht, ob dir irgendwelche andere Typen da unten den Kopf scheißen. Das eine Mal ein bisschen mit dem Inscope hart im Start, das andere Mal ein bisschen mit dem Nächsten hart im Start, das eine Mal ist der hart. Mach erst mal die Basics, reiß sie mal zusammen. Was ist das? Ist das Schwäbeln? Heißt das Schwäbeln? Wie er schwäbelt? Süß. Mal am Riemen, laufen mir keine Scheiße von wegen Vertrag auflösen, bla bla. Zahl erst mal das ab, was ich dir aufgebaut habe und vergiss nicht, wo du herkommen bist. Also, mir fehlen da wirklich gerade die Worte. Ich finde es eine absolute Frechheit. Und wenn ich zurückkomme, knüpfe ich mich, ohne Scheiß, Alter. Ich knüpfe mich dir mal vor. Ich schwöre dir. Was? Sagt er, ich knöpfe mich dir vor, ich knöpf dich mir vor? Droht er dem Jungen Gewalt an? Was ist eigentlich da schiefgelaufen? Das ist eine absolute Frechheit, was du hier abziehst. Und ich pack dir mal am Kragen, weil eine Sache ist klar. Ich pack dir mal am Kragen, den einen Sache ist klar. What the fuck? Du hast mir nichts geleistet, du kannst mir nichts außer schöne Bubi-Fresse ziehen, bisschen Bizeps, ja? Du musst jetzt mal hustlen, du kleiner Drecksack. Und das sage ich dir face to face, Mann. Ich schwöre dir eins. Überleg dir mal, wo du herkommst. Überleg dir mal, wo du hin willst. Überleg dir mal, was hier überhaupt Sache ist. Und überleg dir ganz genau, was du mir sagst, wenn du mir unter das Auge trittst. Ich schwöre dir. Digga, der redet mit dem, als wäre es irgendwie sein Kind. Was ist da los? Jetzt überleg dir ganz genau. Ich bin gerade auf 180. Und wenn du gerade vor mir stehen würdest, würde ich die Windel weich prügeln. Was? Wenn du vor mir stehen würdest, würde ich dich Windel weich prügeln? Digga, was ist das für eine Geschäftsbeziehung? Digga, was, das kannst du doch nicht bringen. Wie unprofessionell ist das? Ich bin auf 180. Und wenn du jetzt vor mir stehen würdest, ich würde dich Windel weich prügeln. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die richtige Lösung. Absolut peinlich. Absolut peinlich. Windel weich, ich schwöre dir. Ich schwöre dir eins, Mann. Egal zu wem du betest oder was du machst, Mann. Boah, Digga. Was ist da los? Ich kann jetzt auch sagen, hey, das waren Momente, da war Karl impulsiv. Und da war Karl irgendwie abgefuckt oder Olli, einfach Kuss. Hat er sich nicht beherrscht. Ich habe auch Momente, wo ich mich nicht beherrsche und scheiße rede und so. Aber da muss man einfach auch verstehen als 19-Jähriger, ich habe dann auch einfach keine Lust mit dem zu arbeiten. Also versteht ihr das für mich irgendwann? Hey, kann ich gar nicht verstehen. Dass man keine Lust hat, mit jemandem zu arbeiten, der dich windelweich prügeln will. Könnt ihr es verstehen? Kann ich gar nicht verstehen. Ich möchte mit solchen Leuten gerne arbeiten. Wisst ihr, und ich könnte jetzt ganz viel und lange darüber reden. Ich könnte jetzt auch viel sagen, also man muss auch fair sein, deswegen, ne, das wird den kompletten Rahmen sprengen. Ich würde jetzt auch viel sagen, wo ich sage, ey, hier war Karl korrekt zu mir und so weiter und so fort. Das war aber alles vor dieser Zeit und das danach war für mich einfach nur in meinen Augen taktisches Korrektsein. Das ist genauso wie das hier. Aber ich muss kurz den Punkt fertig machen. Weil er sich hier so ein bisschen als St. Martin gibt, der uns helfen will. Wenn er hätte uns helfen wollen, dann hätte er uns einfach davor angerufen und nicht dieses Video gemacht. Aber okay, ich will kurz auf die Gerichtsverhandlung eingehen. Also dann habe ich diesen Vertrag gekündigt. Dann gab es halt eine Gerichtsverhandlung. Wieso? Karl und Ralf haben über ihre Firma mich verklagt, dass meine Kündigung nicht rechtens sei. Und ich habe die Jungs verklagt auf das Geld, was sie mir schulden. Okay? Oh, ist das alles eine ätzende Scheiße? Also quasi diese Einnahmen, die sie erzielt haben über mich, nicht den Teil, den sie bekommen haben, sondern den Teil, der eigentlich mir zugestanden hätte, okay? Und diesen Teil wollte ich quasi vor Gericht einklagen, in erster Instanz. In erster Instanz, also die Kündigung ist rechtens, das heißt, hier wurde mir gerichtlich zugesprochen und also meine Kündigung war rechtens, das heißt, das Gericht hat mir hier Recht gegeben. Jetzt kann man glauben, was man will und Karl kann sagen, was er möchte, das Gericht hat mir Recht gegeben, kannst du schwarz auf weiß sagen. Zweites ist, ich habe einen Titel bekommen, okay? Gegen die Justice Central. Ich weiß nicht, wie viel das war. Es waren mehr als 100.000 Euro. Ich werde auch gerne mal den Titel in die Story packen oder wir werden das hier in das Highlight-Video einmal einblenden. Dann seht ihr den Titel. Der Titel ist quasi das Gericht. Im Namen des Volkes, Teil Versäumnisurteil und Schlussurteil an den Beklagten 109.000 Euro nebst Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über den Basiseinsatz seit dem 13. Oktober 2016 zuzüglich. Okay. Der Streitwert wird auf 181.000 Euro, Klage 72.000 Euro, wieder Klage 109.000 Euro festgesetzt. Festgestellt, dass Karl und Ralf, also die Firma von Karl und Ralf, mir dieses Geld schulden, okay? Überlegt mal, euch schuldet jemand 100.000 Euro. Was ist eigentlich für eine absurde Welt, in der wir leben? Jetzt war das Problem aber, dass Karl und Ralf mit dieser Firma nicht nur bei mir Schulden hatten, sondern auch noch bei anderen Leuten. Scheinbar war ich einer der Größten. Und die haben ihre Firma... Oh nein, und die haben die Firma einfach insolvent gehen lassen, oder was? Geschäftsführerlos insolvent gehen lassen in Großbritannien. Was sie dort gemacht haben, ist... Oh mein Gott. Die sind hergegangen und haben mit einer englischen Limited, ich glaube, es war die KEA Limited, nannte die sich. Klar, natürlich, es konnte nur eine Limited sein. Das kann man auch gerne im Handelsregister angucken, wenn ihr möchtet. Also geht aufs Handelsregister. Einfach auf northdata.de gehen. Wenn die kein Geschäftsführer mehr hat und dann eine Limited, Limited ist sowas wie eine GmbH, so ähnlich, das heißt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung quasi, das heißt, wenn die Firma pleite geht, ist aber der Privatperson da fein raus, wenn die das richtig verschachteln und wenn die da vorher die Geschäftsführerstelle geändert haben und so, also das ist alles so ein Scam. Mir geht es nicht um Ripkali, brauchst du auch gar nicht in den Chat schreiben, ich will einfach nur
Ich hätte auch nie so weit ausgehört und sowas gesagt. Ich will. Für uns wäre die Sache schon längst durch gewesen, aber Karl hat immer wieder. Ich hab nichts davon, wenn Leute auf dem Rumhacken. Er hat immer wieder neu das Thema aufgegriffen und wir haben auch einfach nicht verstanden, warum. So, natürlich gibt es ihm Views, aber das, man kann auch anders irgendwie seine Views machen, so. Also keine Ahnung. Dann haben Karl und Ralf ihre Firma damals verschmolzen, fusioniert mit einer englischen Limited. Okay, die haben die quasi verschmolzen und haben diese Firma dann ist in, ich hier auch, weiß ich nicht genau, aber sinngemäß folgendermaßen, in Großbritannien ist es so, dass wenn du 3 Monate lang eine Firma hast, die keinen Geschäftsführer hat, dann wird die aus dem Handelsregister ausgetragen und für somit quasi, das ist dann, also es ist keine aktive Firma mehr. Was bedeutet das für mich in diesem Fall? Ich habe diesen Titel vom deutschen Gericht, okay, in dem drin steht, dass diese Firma mir Geld schuldet. Und das bedeutet einfach im Umkehrschluss, auch wenn er jetzt vom deutschen Gericht eine Bescheinigung hat, dass ihm das Geld zusteht, das Geld wird er trotzdem nicht bekommen, wenn die Firma in England pleite gegangen ist, geschäftsführerlos, dann ist die Sache gegessen. Das Geld, das sieht er nie wieder in seinem Leben. Also noch eine weitere absolute unverschämte Abzocke. Rechtswirksam holen kann von dieser juristischen Person, also von der Firma. Und dann heißt das aber in dem Fall für mich, weil diese Firma jetzt quasi fusioniert hat mit einer englischen Firma, dass ich dieses Geld auf gut Deutsch gesagt, ich hätte mehr Chancen gehabt, es bei der Queen an der Tür zu holen. Ich hätte dann nach England gehen müssen und dort klagen und bla bla, ich hätte das Geld dort niemals bekommen. Das wäre ein dummer Rechtsweg gewesen, ich hätte mehr an Rechtskosten gezahlt, als das Geld dort zu bekommen. Was für eine asoziale Geschichte. Oh mein Gott. Karls Firma schuldet mir laut Gericht das Geld oder seine alte Firma, so mit der wir diese Geschäfte geschlossen haben. Aber Karl als Privatperson, auf ihn wurde die Haftung nicht ausgewiesen. Und das verkauft er euch jetzt, als er hat gegen mich vor Gericht gewonnen. Ja, ich musste 4.400 Euro Anwaltskosten zahlen, weil ich bei der Privathaftung das Geschichte nicht sofort gewonnen habe. Auch so ein Schlag ins Gesicht. Ist das ein Dreck, was da alles abgezogen wurde. Es ist einfach nur unverschämt. Ich fasse es nicht. Aber Karl, jetzt mal auch wirklich. Ich frage mich, und ich will, es tut mir leid, dass ich an dieser Stelle ein bisschen unsachlich werde, aber ich frage mich, also wieso nicht diese Differenziertheit? Also warum diese ganzen Sachen unter den Teppich kehren? Jetzt muss ich kommen und das aufwendig euch allen erklären, damit du dann später sagst, irgendwie, keine Ahnung, ich habe gelogen oder irgendwas. Ich kann das auch gerne alles zeigen. Ich finde es wirklich sehr mühselig, weil Lügen setzt du ganz, ganz schnell in die Welt. Aber die Wahrheit nachvollziehbar einfach mit Beweisen zu hinterlegen, das ist nicht so leicht. Und es ist wirklich nervig. Wirklich, sorry für diesen Monolog, aber es muss raus. Okay, gut. So, das zu dem Thema. Machen wir mal weiter, oder? Ganz kurz eine Sache, die ich noch dazu sagen wollte, ist, was bei Karl mir manchmal halt auffällt, ist, Karl ist oft trifft er halt Aussagen über Fehler von anderen oder Dinge, die andere machen, aber ist manchmal habe ich das Gefühl, Karl ist nicht selbstreflektiert genug oder er reflektiert selber nicht genug, dass der Fehler vielleicht auch einfach mal manchmal bei ihm liegen könnte. Genau. Zumindest sieht man in seinen Videos eigentlich so gut wie nie was davon, dass er zum Beispiel sagt, ja, das und das hätte vielleicht auch daran liegen können oder Nick wollte vielleicht keine Firma mit mir machen, weil ich in der Zeit mich vielleicht so und so verhalten habe. Und das ist halt ein bisschen, finde ich halt einfach so ein bisschen menschlich schade. Aber okay. Und ich habe auch gar kein Problem in diesem Zuge zu sagen, Alter, dass der Typ uns damals geholfen hat, als wir jung waren, uns einen Traum gezeigt hat, den man tatsächlich leben kann, mit diesen Dingen Geld zu verdienen und so. Ich will es gar nicht so einmachen auf wer weiß, ob es jetzt mit anderen Sachen so gekommen wäre. Ich weiß es nicht. Ich bin auch dankbar für. Aber bei Lügen wirklich habe ich null Toleranzpolitik. Wirklich null. 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 Ja, das Rumgelüge ist halt einfach unnötig. Es ist wirklich traurig, wie die beiden Jungs da an ihren ersten Businesspartner so viele negative Erfahrungen gesammelt haben. Natürlich, das ist teures Lehrgeld. Man lernte daraus. Leider ja scheinbar nicht genug, weil dann ist ja InScoop und Tim, wie gesagt, erst vor kurzem kam ja raus, dass denen nochmal so eine Geschichte passiert ist mit einem anderen Businesspartner. Das finde ich dann schade, weil eigentlich hätten die ja danach viel, viel vorsichtiger sein müssen. Man konnte die beiden leicht überzeugen mit bestimmten Argumenten, wenn es um Geld und so ging, damals noch. Ja, das war, glaube ich, das Problem. Das also auch mal dazu. Die Sachen kann ich auch offenlegen, gar kein Problem. Aber die haben diese Gesellschaft gegründet mit einem Dilip Peutsch, so werde ich ihn jetzt mal nennen. Oh mein Gott, so. Was soll das? Wenn du den Namen nicht nennen willst, dann nenn den Namen doch nicht so offensichtlich. Und wenn du den Namen nennen willst, dann nenn den Namen doch einfach. Ach, Karl, Alter, was ist das? Und der Tim und ich, wir saßen... So, jetzt geht's um den neuen Businesspartner, der Nico und InScoop massiv geschadet hat. Also deswegen hat InScoop jetzt sein Auto nicht mehr, seine Wohnung nicht mehr. Deswegen wohnt er gerade wieder bei Mama zu Hause, weil der neue Partner hat den beiden Jungs sehr geschadet. Vor circa 5 Jahren in der Sauna. Dann hat er mir erzählt von diesem Dilip, ja, und hat gesagt, du Karl, schau her, ich kenne da jemanden. Mein Gott, es ist einfach so peinlich, wie Karl Hardcore darüber nachdenken muss, dass er diesen Philipp einfach Dilip nennt und wie viele Ressourcen da in seinem Gehirn verbraucht werden für, what the fuck, lass es doch einfach, es ist einfach nur unlustig. Der ist richtig krass unterwegs, der ist der Geschäftsführer und auch Gesellschafter vom Air Club und der Typ, der ist richtig brutal, Mann. Der macht mit Leuten Business und macht dann so krasse Gesellschafterkonstrukte und Knebelverträge, dass er dann die Leute hinterher abzockt und die Leute aus ihren eigenen Firmen raus ekelt. Also no front an deine Vergangenheit, okay? Du warst vielleicht jung,
Aber du bist kein absoluter Vollidiot, oder? Hey. Da kann er nicht nein, da kann er nicht nein und auch nicht ja zu sagen. No front an dieser Stelle. No front. Das ist auch so ein Bild, was hier gezeichnet wird. Das kommt, ich verstehe das, das kommt Karl voll gelegen jetzt in dieser Situation, wo wir uns nicht äußern können, irgendeine Geschichte aufzutischen, die auch by the way nicht stimmt. Also diese ganzen Schlussfolgerungen, die er zu unserer derzeitigen Situation trifft, die sind vollkommen falsch. Da können wir auch später kurz einmal dazu kommen. Die Sauna-Geschichte, die hat so nie stattgefunden. Ich war mit Karl manchmal in der Sauna, ja. Auch da habe ich dann die Rechtfertigungsgrundlage für diese Penispumpen-Geschichten dann auch gesehen und nachvollziehen können. No front hat er vergessen. Auch no front an dieser Stelle, null. Ah, okay, dann ist gut. No front, dann ist ja gut. Damit geht ja auch offen um, aber... Also, für wie dumm hältst du mich denn überhaupt? Digga, alles gut, bleib locker. Scheiß mal auf locker bleiben, ich find das so dreist. Nein, aber das ist, ich war mit dem in der Sauna und ich soll ihm jetzt erzählt haben, dass ich dann 5 Jahre lang mit... Also ganz ehrlich, dafür, dass Tim so hardcore abgezockt wurde, ist Tim noch recht locker eigentlich drauf und auch noch recht vernünftig in seinem Gespräch. Ne? Das muss man auch erstmal hinkriegen, dass so ein Typ dann Lügen erzählt, der dir über 100.000 Euro noch schuldet, das Geld kriegst du nie wieder, dich abgescammt hat von vorne bis hinten und dir dann solche Lügen anhören musst. Also dafür ist er eigentlich noch echt entspannt. Mit dem Buchclub wäre das nicht passiert. No front. Savage, Alter. Das ist True that. Mit dem Buchclub wäre das nicht passiert, ja. Wenn du wirklich so dumm wärst und so gesagt hättest, jo, da ist jemand, der erzählt dir, wie er andere Leute betrügt und du würdest dann mit dem zusammenarbeiten, obwohl du weißt, dass er andere Leute betrügt und wunderst dich darüber, dass er dich dann selber betrügen würde, dann wärst du ein absoluter Idiot. Also mal so das Offensichtliche ist... Alicia, du bist eine Mitarbeiterin hier von uns. Du bist eine Mitarbeiterin. Alicia, du bist eine Mitarbeiterin von uns. Wie jetzt, seit wann bist du hier, seit wann arbeitest du hier? Und da ist auch mein kleiner Bruder, der da sitzt. Wie lange arbeitest du hier? Hast du das von mir oder von Nico irgendwann mal gehört, irgendwelche Äußerungen in diese Richtung oder von irgendwelchen anderen Mitarbeitern, dass wir so etwas mal gesagt haben könnten in der Vergangenheit? Tatsächlich nicht. Nein. Okay. Also mehr. Jetzt kommt aber nach der Sauna-Geschichte kommt noch der eigentlich der lustigere Part. Können wir uns jetzt gerne mal kurz angucken. Okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt noch? Wie kann es noch lustiger werden? Hahaha. War so, oder? Genau so hat er es gesagt, genau so. Und jetzt wurde der Tim selber von ihm rausgeekelt. Das heißt also, wie der Tim hat das mir auch Zeuge. Warum sitzt er eigentlich dabei, wenn er die ganze Zeit nichts zu sagen hat? Also was ist eigentlich da, egal. Angeguckt, als wäre er Zeuge von diesem Saunascheiß, von diesem Saunamärchen, Alter. Deswegen hat er auch nichts dazu gesagt. Also, ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich mit ihm über diese Person gesprochen habe in der Sauna, aber definitiv, also ich müsste Dinge gesagt haben, von denen ich keine Ahnung hätte und ich auch jetzt nicht mal wüsste, ob sie stimmen. 5 Jahren gesagt, dass der Typ Gesellschaftskonstrukte baut, um Leute abzuzocken. Und dann hat er hinter meinem Rücken mit dem Nico und mit dem Typen zusammen eine Gesellschaft gemacht. Und jetzt war er so überrascht. Das wäre so, wie wenn ich hier zum Beispiel 5 Jahre lang erzählt, die Frau ist eine Fremdgeherin. Dann heirate ich sie und dann nach 3 Jahren bin ich voll schockiert. Hey, die geht mir ja fremd. Da habe ich mal eine andere Story. Also egal. Dieses Leuchten in seinen Augen killt mich jedes Mal. Funny das ist ungefähr zum 10. Mal gesehen. Funny Sidetrack, dass Karl uns damals selber erzählt hat, dass er seine jetzige Freundin durch Fremdgehen ergattert hat. Man kennt ihn. Sehr, sehr paradox. Ich möchte nicht sagen, dass es sich tatsächlich so ereignet hat, aber er hat vor uns damals tatsächlich angegeben, dass er mit dem Ferrari seine derzeitige Freundin abgeholt hat und sie zu diesem Zeitpunkt noch einen Freund hatte. Aber es ist auch wieder so eine Sache von Karl, das war auch damals so, ja, also es war auch unter Ralf und uns allen so, man hat es nie so ganz ernst genommen, was Karl alles gesagt hat immer, weil Karl, also ich rede ja viel, aber ich versuche immer zumindest bei der Wahrheit zu bleiben und Karl hat halt immer so ein bisschen eine lebhafte Fantasie. Völlig egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. So. Aber es ist witzig, weil dieses Beispiel, also er hat sich damals vor 5 Jahren angegeben damit. Es ist weird, dass er das als Beispiel genommen hat, aber ja, okay. Ich habe genau das gleiche Beispiel gedacht. Und ich habe den Tim am Anfang. Oh mein Gott. Ich habe den Tim so lang aufgebaut, ohne einen Cent zu nehmen. Ich habe sogar seine Personal Training Kunden für ihn teilweise gemacht, die Pläne geschrieben, alles gemacht und habe ihm das Geld gegeben. Also ich habe ihn den Tim... Also, das mit diesen Trainings, das stimmt. Ich glaube, das waren insgesamt 20.000 Euro, die oder so, die ich gemacht habe. Die habe ich auch voll bekommen, das stimmt. Aber, also ich will jetzt nicht zuerst mit dem Aber kommen. Nur damit man das mal weiß, was da passiert ist. Also ich hatte damals recht wenig Ahnung von dem ganzen Ding. Ich bin vom Abi gekommen. Dann hat er mir mal gezeigt, wie sein Workflow so ist mit diesen ganzen Sachen. Habe das quasi übernommen. Er hat es mir gezeigt. Dann habe ich das mit ihm ein paar Mal gemacht und habe so Geld verdient. Und ich fand es auch ultra korrekt von ihm. Das waren, wie gesagt, in Summe irgendwie 20.000 Euro oder so, die ich gemacht habe. Dann später hat der Ralf da auch einige Sachen verdattelt. Ich wollte das Ding geschlossen, weil ich hatte keine Zeit mehr, sowas zu bearbeiten. Dann waren super viele unzufriedene Leute dort, weil Ralf quasi Leute reingelassen hat und quasi Verkäufe getätigt hat, ohne dass ich die bearbeiten konnte und so. Aber das war eine korrekte Sache, das sage ich auch gar nicht. Aber das ist jetzt auch wieder so, das waren halt bei den ersten 3 bis 5 Kunden, wurde das halt einmal vom Karl quasi begleitet. Und danach war es halt alles vor, wie soll ich sagen, also habe ich alles halt selber gemacht. Das ist so dieses, welchen Gefallen habe ich dir getan? Guckt euch meine alten Videos beispielsweise an.
wenn wir mal jetzt auf ein altes YouTube-Video von mir gehen, wenn das durch die Wasserzeichnung, schreibt mal bitte eins in den Chat, wenn ihr euch erinnert an diese alten... Stimmt, es stand immer in seinen Videos, stand da nicht irgendwie sogar Karl S. und sowas alles im Video eingebaut oder so? Oder irgend so eine Internetdomain von dem Programm? Ich glaube, ja. Wasserzeichen von mir, wo immer drin stand, karls.com. Ja, jetzt erinnere ich mich. Das sah so unseriös aus. Das sah immer so. Ich dachte mir jetzt mal, oh mein Gott, warum? Oben rechts war quasi der Link von Karls Programm. Ich habe keinen Cent davon bekommen. Und das sind auch wieder so Sachen, wo er sagt, er hat irgendwie Geld an mir verloren, kaputt gemacht. What the fuck, du hast extrem viel Geld verdient mit mir. Und das war eine Win-Win-Situation. Aber das so zu tun, als wäre ich jetzt derjenige, der irgendwie nur von ihm profitiert hätte, das ist so eine überzogene und falsche Darstellung der Realität, wo ich einfach nur von euch, also jeder da draußen kann sich selber ein Bild davon machen, aber ich bitte euch, aber wir können gerne weitermachen. Wie gesagt, er hat mir geholfen, danach habe ich selber gemacht, aber auch an sehr, sehr vielen Stellen, Karl, ich will es nicht aufzählen, was ich alles für dich getan habe. Ja, unterm Strich, so für mich ist da niemandem irgendwie was schuldig, Digga. Also, abgesehen von der... Alter, wie fett hat er sich die Kasse mit der Boss-Trafo damals voll gemacht? Oh ja. Also, ich kenne Kolle seit 7 Jahren und ich bin super, super korrekter Typ, der ist nicht wegen Karl gekommen und hat dieses Ding gemacht, sondern weil er mir damals vertraut hat und nicht Karl. Also, ich habe daran damals keinen Cent verdient. Ich habe am Tim Gabel Minus gemacht, Leute. Das ist so eine freche Aussage. Man hat eben diesen Bescheid gesehen, dass die dem noch 100.000 Euro schulden und er sagt, er hat Minus gemacht. Boah, das musst du erstmal, diese Unverschämtheit musst du erstmal besitzen. Ich habe es gerade schon beantwortet. Ich kann es nicht mehr hören. Oder hat jemand eine Frage noch dazu? Oder also, Chat, irgendjemand? Einfach traurig. Ich glaube auch, dass es nicht stimmt, dass er Minus an dir gemacht hat. Also, Jetzt auch vor Gericht, da wäre Thomas leider dabei gewesen, wäre das witzig gewesen. Er hat so vor dem Richter so vorgerechnet, dass ich ihm irgendwie Millionen schulde und so. Der Richter, oh mein Gott. Ich dachte, hat ihn auch konfus angeguckt und hat gesagt, er soll doch einfach hier Beweise bringen und so weiter und so fort, dass ihm das nicht ersichtlich ist. Und das war ganz komisch, Alter. Karl lebt da wirklich teilweise in seiner eigenen Realität und das finde ich einfach schade und das nervt mich auch. Ich habe gar keine Lust auf sowas zu antworten, großartig. Oh, also, ja. Für den Jungen alles getan, was man tun kann. Wann haben wir den Nico das letzte Mal gesehen? Das war vor ein paar Monaten, da hatten wir ein Juicery-Event, da haben wir im Jazzhotel übernachtet, bei Millionär, und da hat er ja zu dem Zeitpunkt auch dort gewohnt. Da sind wir uns zufällig über den Weg gelaufen unten. Ganz genau so war's. Wir sind uns vor circa einem halben Jahr über den Weg gelaufen, per Zufall. Ich habe mit Nico keinen Kontakt mehr. Stimmt. Bis dahin stimmt, genau. Stimmt. Ich bin über den Weg gelaufen und er hat mich gefragt, hey, wie ist so der GTC, bla bla bla, ja, bisschen über Autos geredet, ganz kurz. Und dann hat er noch ein bisschen wissen wollen, du, wie schaut es denn aus mit digitalen Produkten, mit Consulting und so weiter. Also stimmt tatsächlich auch. Ich habe ihn gefragt, was er zurzeit so für digitale Infoprodukte macht. Weiter. In einem anderen Video hatte er mal erzählt, dass ich ihn gefragt habe, ob man mit Social Media Marketing Geld verdienen kann. Der war nicht schlecht. Das war auch mit dieser Fibo-Story. Hat er auch einmal erzählt, dass ich irgendwie auf der Fibo zu ihm gekommen bin und ihm irgendwie so brüderlich High Five gegeben habe und so. Der ist auch so voll, Alter. Also bei diesen Treffen, wo man irgendwie zufällig trifft und er so komplett, das ist krass, was für Märchen der daraus entwickelt. So ein paar Business-Fragen und dann meinte ich zu ihm, du hast einen Betrüger an Bord. Das ist halt nie gefallen. Ich habe ihn gefragt. Vor allem, wieso hat er es nicht das letzte Mal gesagt, als er schon von eurem Encounter gesprochen hat, wenn er so einen auf Nostradamus macht? Ich habe keine Ahnung, ich war halt unten, bei mir unten an der Cloud. Ich frage ihn, yo Digga, was geht ab, dies, das. Ich fand es halt irgendwie so komisch, dass er da stand, aber ich so, yo, was geht ab, ich muss ihn ja auch nicht ignorieren. Haben kurz gelabert, dann habe ich gefragt, jo, was macht ihr gerade so und wie sieht's aus, was macht ihr für Online-Infoprodukte? Da hat mir erzählt, die machen irgendwelche Online-Infoprodukte für Piloten oder sowas in der Richtung. Ich so, okay, interessant, so, dann kann man den Pilotenschein irgendwie für weniger Geld machen, weil man dann dort schon irgendwie mega viel Knowledge mitnimmt, irgend sowas. Und ja, das war unser Gespräch. Weil so ein Offline-Programm quasi auslagern auf Online, das kannst du ja mit Förster und so weiter auch, also gibt viele so, wie Fitness. Jedenfalls, das war unser Gespräch, danach bin ich durchgezogen und das mit, jo, ihr habt einen Betrüger an Bord, also daran kann ich mich nicht erinnern. Weiß ich. Verstehe ich. Also, vielleicht habe ich auch einfach weggehört. Aber auch wenn man sich so der Sache so sicher ist, wie gesagt, muss er nicht dann gesagt damals in diesem Video, wo er schon einmal von diesem Treffen erzählt hat. Und das hasse ich auch an Leuten, wenn die so im Nachhinein sagen, ich hab's dir doch gesagt, obwohl die es nie gesagt haben. Könnte ich reinschlagen? No front. Dass die auch mich brutalst abgescammt haben. Das Fitnessprogramm, was ich mit dem Tim gemacht habe, was ich mit ihm gemeinsam verkaufen wollte, wurde runtergeladen, auf eine andere Webseite hochgeladen und dann von dort an mir vorbei verkauft, obwohl ich es mit ihm gemeinsam konzipiert habe. Ich, ganz kurz, du darfst gleich zu dem Fitnessprogramm was sagen. Ja. Ich möchte ganz kurz meine Frage stellen, wo ich denn den Karl brutalst abgescammt haben soll. Also was habe ich denn gemacht, wo ich den Karl jetzt irgendwie abgescammt habe? Verstehe ich, wir hatten nie einen laufenden Vertrag, wir hatten nie irgendwas, eine gemeinsame Firma oder sonst was. Ich habe ihn damals gut promoted über meine Videos. Ich glaube, Karl hat einiges an Reichweite, ich weiß nicht, Chat, wie ihr das seht, vielleicht sehe ich das falsch, aber ich glaube, Karl hat damals einiges an Reichweite durch mich und meine Videos dazu bekommen. Ich glaube, Karl hat mit seinem 360-Grad-Programm sehr davon profitiert, dass ich das beworben habe. Es war auch ein Win-Win-Ding, bin ich ganz ehrlich, für mich war das auch super. Aber hast du die Affiliate-Kohle jemals bekommen? Die Affiliate-Kohle? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, aber ich weiß es nicht, Digga. Gut. Fragen. Aber ich glaube schon.
Okay. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, aber also keine Ahnung, es hätte, glaube ich, eine Das ist halt so ein Problem, das Inscoop allgemein hat. Dass Inscoop sich nicht mehr sicher ist, was für Geld er bekommen hat, was für Geld er nicht bekommen hat. Er hat sich so lange nicht vernünftig um seine Einnahmen gekümmert. Und das hat sich dann auch letztendlich wieder mit dem Philipp gerecht, dass er nicht den Überblick hatte, was passiert da eigentlich mit meinem Geld. Man kann ja Leuten vertrauen, schön und gut, aber man sollte trotzdem noch so ein bisschen Überblick haben, was mit seinem eigenen Geld passiert. Ja, ich weiß nur, dass es damals halt hieß, wir zahlen es dir halt nur aus, wenn du eine Firma mit uns machst. Und du hast halt denen die Kassen voll gemacht und das war halt, ja, keine Ahnung, ist ja scheiße. Wie dem auch sei, ich verstehe nicht, wo das ist. Karl sagt, die Boys haben mich abgescammt. Ich weiß nicht, wo ich Karl abgescampt haben soll. Keine ich finde, guck mal, also bevor ich jetzt auf dieses Fitnessprogramm-Ding zurückkomme, ich finde eine Sache ganz, ganz schwierig und das ist, dass in keinem Zuge differenziert auch gesagt wird, er hatte damals GA. Für GA habe ich, was hast du für einen Vertrag gehabt mit GA, wie viel Geld hast du dort bekommen, was hast du für Werbung gemacht? Ey, wir haben so viel Werbung für das Zeug gemacht, für am Anfang auch, hey, das neue Unternehmen, wir supporten, wir wollen nichts, bla bla bla. Ich weiß selber noch, wie viel Geld die für GA bekommen haben. Und das ist so, also es war auch so eine absolut unverschämt, also absolut unter Wert verkauft. Ich weiß nicht, ob die Summe gleich sagen, aber das, was die damals für GA gemacht haben, für dieses Gym Aesthetics, also diese Fitnessmarke, und die waren ja damals in dieser Fitnessszene ein absoluter Name. Tim Gabel, Inscoop, Karl S., die haben ja wirklich einen Namen gehabt in der Fitnessszene, bevor dieser ganze Drama und Shit losgeht. Jetzt kann ja eh keiner mehr wirklich so ernst nehmen, was da so abläuft mit dem lieben Karl. Aber ich weiß, dass sie dafür Geld bekommen haben und das waren monatliche Einnahmen, für die würden viele von euch wahrscheinlich nicht mal arbeiten gehen. Also, und das für einen Inscoop, der schon eine Reichweite hatte von mehreren hunderttausend Leuten. Also es war, letztendlich war es eher ein Freundschaftsdeal, wo Nico auch in dem Punkt, würde ich sagen, eher der Firma oder Karl aus guten Stücken geholfen hat, weil der belabert wurde wieder. Das ist eine junge Firma, bla bla bla. Also die haben da wirklich sich unter Wert verkauft. Und dann auch für wirklich sehr, sehr wenig Geld Werbung gemacht, weil wir das auch gefeiert haben. Wir wollten, dass das Ding big wird, weil es auch... Das ist auch schön, ne? Wenn die das einfach... Das ist auch in Ordnung. Wenn du eine Firma einfach unterstützen möchtest, kannst du auch für wenig Geld die Firma unterstützen. Aber wenn am Ende dann so ein Typ dann, wie zum Beispiel Karl, sagt, ja, ihr habt nichts gemacht und dann solche Sachen einfach vergisst. Die haben so viel Werbung gemacht im Wert von... Wenn ich mir jetzt überlege, wie viel Werbung die gemacht haben, für wie viele Monate, für wie viel, über was für einen Zeitraum, wie viele Videos, dann ist das ein Werbewert, der weit über die mehrfachen Hunderttausender Grenzen hinausgeht. Und was sie dafür bekommen haben, ist weniger als du an der Kasse verdienst bei Lidl oder so. Mir geht es da null um die Kohle. Same. Aber wie viel, und das könnt ihr als Zuschauer nachvollziehen, diese ganze Crew auch dazu beigetragen hat, dass Karl vielleicht sich als Schirmherr von dem Ganzen inszeniert hat, okay, aber fragt euch bitte eine ganz entscheidende Sache nach dem ganzen Ding. Jeder hat es erlebt, was da passiert ist und ich finde, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Es war für mich eine große Win-Win-Situation für jeden und alle. Und man hat gesehen, wer mit wem klarkam und wer mit wem besser und schlechter klarkam und so weiter und so fort. Aber eine Sache ist danach passiert. Alle sind weg von Karl. Und jetzt kommt er mit der paranoiden Geschichte, alle sind weg von Karl, weil die Öffentlichkeit und alle sind 14 und 31er und so. Und es waren ja auch nicht nur Leute in der Öffentlichkeit, Karl. Warum hast du kein GA mit hier mehr? Und ich sag's, und das sage ich ganz, ganz ehrlich, das ist das allerletzte Video, was ich jemals machen würde. Und das ist, wenn es mir komplett auf den Sack geht und mir der Kragen platzt, dann lade ich jeden Menschen ein, den du in deinem Leben abgezockt hast und werde mit dem Video machen. Und davon rehabilitierst du dich nicht mehr. Und das will ich nicht. Ich will, dass du einfach nur ein korrekter Typ bist, ein bisschen Reue zeigst. Und weil du, in dir steckt sehr viel Potenzial, Karl. Damals, vor dieser ganzen Zeit, bevor du größenwahnsinnig geworden bist, das ganze Ding mit dem Veganer-Sein war top. Das mit der Fitness war top. Digga, du hast Leuten Träume gezeigt, die sie davor jenseits ihrer Vorstellungskraft hatten. Ja, das damals, das erste Mal, als er ganz klein war und das sich die erste Reichweite aufgebaut hat, da muss ich sagen, hat Karl wirklich ein paar gute Sachen gemacht. Gerade das Vegane. Das war damals, zu der Zeit, als Karl das gemacht hat, war vegan und Fitness noch kein großes Ding. Er hat das damals angefangen mit komplett vegan und einem gut definierten Körper und sowas. Das war damals noch nicht so ein Trend wie heutzutage. Heutzutage ist ja immer, entweder machst du das oder vegan oder dies und das. Mittlerweile ist vegan ja schon in Richtung Mainstream, wenn man sich anguckt, wer alles mittlerweile auch vegane Produkte rausbringt und so weiter und so fort. Ist ja auch schön. Und damals hat Karl S. wirklich einen Top-Körper gehabt. Er hat wirklich gute, also was Körper, was Fitness und Körper und so angeht, Respekt, was er auf die Beine gestellt hat. Und das komplett vegan und natural, ohne irgendwelche Spritzen mit Testosteron oder wie, was spritzt man rein? Testosteron, oder? Nee, was spritzt man sich, wenn man so aufpumpt werden möchte? Ist das Testo? Ich glaube ja. Hat Leuten gezeigt, hey, ihr braucht nicht unbedingt Chicken oder Rind oder irgendwas. Ey, ihr braucht nicht unbedingt Whey-Protein oder ihr braucht nicht unbedingt rohe Eier, was früher in der Fitnessszene gang und gäbe war und das und das, sondern er hat alles vegan gemacht und das fand ich stark. Also das war etwas, wo ich ein großes Stück Respekt hatte. Nur irgendwann
ist sehr abgedreht. Und das ist das Problem. Das ist das Problem an Geld. Geld verändert Menschen nicht, sondern Geld zeigt den wahren Charakter von Menschen. Und scheinbar hatte Karl immer schon dieses Problem, dass er absolut in seiner eigenen Welt lebt und größenwahnsinnig ist. Also als er dann angefangen hat, Geld zu verdienen mit seinem Fitnessprogramm und so, dann hat man dann gemerkt, wie er wirklich drauf ist. Und halt auch bei den beiden Jungs, ne? Und das ist das Problem. Hat übelst viele gute, Karl hat damals echt viele gute Sachen gemacht. Und das ist nicht so ein Kack, den ich jetzt hier sage, ich sag irgendwas Gutes, damit ich was Schlechtes sagen kann. Ich meine es vollkommen ernst. Finde ich auch mal gut, dass man auch wichtig, dass man das sagt. Du hast damals wirklich gute Sachen gemacht und ich hab das komplett gefühlt, was du getan hast und das auch dir geglaubt. Aber ab dem Punkt, und das ist das, was ich immer gehofft habe nach der Kacke mit mir. Ich habe gehofft, das ist eine Phase. Im Endeffekt geht es darum, es ist halt einfach ein bisschen komisch, dass die Leute, die mit Karl zusammengearbeitet haben, extrem viele Geschäftspartner, mit denen er gemeinsame Businesses hatte, haben sich von ihm abgewandt, haben auf einmal Stress mit ihm bekommen, waren auf einmal nicht mehr gut auf ihn zu sprechen oder wie auch immer. Und es ist halt immer mit Karl gewesen. Und da ist halt die Frage, liegt es an den ganzen Geschäftspartnern oder liegt es an Karl? Und hier gebe ich nur zwei Vergleiche. Das ist kein Beweis. Das ist für mich aber nur ein Indiz. Wir haben einmal Karl und alle Leute, das kann auch gerne irgendjemand in die Kommentare schreiben, muss er sich melden. Ich habe auch viele Praktikanten, also was heißt viele, aber ich habe zwei Leute kennengelernt. Ich habe auch viele Praktikanten gelernt. Zwei. Aber wenigstens hat er sich noch korrigiert. Ne? Manchmal wird man in so einer Erzählung, manchmal steigert man sich da selber zu sehr rein. Ne? Wie so Videozeug und Praktikantenzeug bei Karl gemacht haben und Karls und Ralfs damals Geschichten waren immer, ja, jetzt musst hasseln und danach, wenn die große Kohle kommt, dann kriegst du das, so dieses Rosinenspiel, ja? Das habe ich schon so oft gehört. Ja, genau, und dann halt irgendwann haben diese Jungs halt gemerkt, dass sie ausgebeutet worden sind und sind dann gegangen. Aber das ist jetzt auch deren Geschichte, ne? Du musst jetzt auch natürlich fairerweise sagen, dass Karl sich auch dazu äußern müsste und man das, wie auch immer. Aber ich kenne das jetzt auch von GA, ich weiß, wie GA zugrunde gegangen ist und wie das, was da alles passiert ist hinter den Kulissen. Und Karl, du weißt selber, was da passiert ist und Ralf auch. Bei der Koro eine ähnliche Sache. Das sind alle, ich will jetzt hier auch nicht so viel Name-Dropping machen und das jetzt so legitimieren über diese Sachen, aber Karl, guck mal, ich habe in meiner geschäftlichen Vergangenheit, habe ich mich von dir getrennt und jüngst von dieser Person, mit der ich da Geschäfte gemacht habe. Sonst noch nie. Und das war, nachdem wirklich schwere Vertrauensbrüche passiert sind. Und nicht, weil ich es irgendwie lustig fand oder irgendwann das rumhuren wollte. Ich habe 5 oder 6 Jahre Geschäftshistorie jetzt mit Nico hinter mir und Nico kennt alle Bücher. Wir haben uns um keinen Cent jemals irgendwie abgezockt oder so. Das jemandem vorzuwerfen, das ist einfach nur ekelhaft, weil das ist eine Sache, auf die ich wirklich ganz großen Wert lege, egal ob es in der Öffentlichkeit ist oder privat ist und jeder, der mich kennt, der weiß das und bei Nico ist das genauso. Und ja, wegen dem Fitnessprogramm muss man an dieser Stelle sagen, also am Anfang hat mir Karl da sehr viel Support zugesichert, dass wir quasi mit dem 360-Grad-Programm und meinem Ding, dass ich da quasi so mein Programm davon ableite und abwandle, dann haben wir das gemacht, zusammen geguckt, dies und das und so. Da war zu seiner Zeit auch Karl gar nicht schlecht so mit diesen ganzen Geschichten, aber das war dann auch wieder so eine Sache, wo es dann halt war und das weißt du auch, Karl, da bist du aus Vegas zurückgekommen und hast du halt dort gepennt und ich durfte halt solche in die Wohnung euer Whiteboard benutzen und hab halt dann im Endeffekt die Videos selber gemacht, ja. Das weiß ich noch. Du warst doch da, ich bin jeden Morgen dahin, ich bin teilweise hin zurückgelaufen, weil ich so lange dort war, dass keine Bahn mehr gefahren ist und ich kein Auto hatte. Also du weißt nicht, ob du, ja, jedenfalls. Das dann gedreht, dann habt ihr davon 45% bekommen damals und ich habe dann nochmal dem Omar 5% gegeben, damit der Website Texte macht, die Videos schneidet, weil ihr mir das zugesichert habt, aber damals dann glaube ich das Programm von Mischa kam und mit Mischa ist halt kein dummer Kerl und der hat sich sofort sagen lassen, ey Ralf, ihr habt hier Dinge zu tun und mich habt ihr halt auch abgefrühstückt mit, ja mach das einfach und du musst warten und wir haben jetzt wichtigere Dinge zu tun und so und jemand, der von dir 45% nimmt, das ist immer mit einer Leistung verknüpft, wisst ihr Leute? Ja. Aber hallo, jemand, der 45% von dir nimmt, das nicht nur mit einer Leistung verknüpft, das ist mit Arschpudern verknüpft. Jemand, der von dir 45% bekommt, jemand, der die Hälfte bekommt von dem, was du eigentlich, also du arbeitest und er bekommt fast die Hälfte von dem, was du erwirtschaftest, dann muss er dir aber wirklich den Arsch pudern, von vorne bis hinten. Da musst du nichts mehr sagen müssen, das muss alles so laufen. Wenn jemand schon so einen großen Anteil bekommt, dann muss er aber wirklich den absolut krankesten Support des Lebens raushasseln. Sonst ist es einfach nur unverschämt. Und so ist es ja auch leider. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr kriegt bedingungslos kein Geld auf dieser Welt. Und ihr müsst immer etwas tun. Und das war auch der springende Punkt, warum ich mich dann mit den Jungs zerschnitten habe, ist, weil ich gesagt habe, auch da habe ich euch angeboten, Karl. Ich habe dir angeboten, ihr könnt weiterhin Geld von dem Programm haben. Aber du warst dann so auch in der Küche, nicht? Erinnerst du dich hoffentlich noch dran? Als du gesagt hast, du schneidest mir das komplette Geld ab, ihr zahlt mir nichts mehr aus, damit ich mir keinen Anwalt leisten kann, damit ich von meinem Trip runterkomme. Und dass ich nach zweimaligem Kommen und sagen, ich will über diese Sachen nochmal reden, weil du wolltest pauschal diese ganzen Prozentsätze, diese 45%. Boah, und wurde dann auch so erpresst und so, wir zahlen dir dein Geld nicht aus, damit du deinen Anwalt gar nicht leisten kannst und sowas. Das ist einfach moderner Sklavenhandel, der betrieben wurde. Der wurde ausgebeutet, ihm wurden immer nur so häppchenweise so Sachen hingeworfen, dass er so sein Leben gerade so finanzieren kann. Aber er wurde immer noch weiter abhängig gemacht mit sowas wie zum Beispiel, Tim, weißt du was? Wir geben dir den Porsche Panamera, aber die Leasingkosten, die eigentlich viel zu teuer sind für einen jungen Unternehmer, der sich erstmal was aufbauen muss, die ziehen wir von deinen Einkommen ab, wo Tim halt einfach gar keine Weitsicht hatte für. Er wurde ausgebeutet, er wurde dann noch abhängig gemacht, indem er laufende Kosten hatten, die sehr hoch sind, wie zum Beispiel ein Panamera, der ziemlich viel kostet im Monat. Und dann wurde ihm auch noch das Geld abgedreht. Das heißt, er konnte sein eigenes Geld nicht mehr benutzen. So, das ist einfach nur,
Das ist einfach nur, kriminell, was die da gemacht haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Management, einem dritten Management etwas mache, ich drücke zum Beispiel an die 30 ab und ihr seid gar nicht gewillt, zum Beispiel die Kosten anzuteilen und dann bin ich jetzt derjenige, der 20% kriegt an seinem eigenen Scheiß. Also Freunde, das ist Schwachsinn. Und dass ihr nicht mal bereit wart, dazu zu reden, dass ihr immer noch Sachen kriegt, wo ihr nichts macht und mehr bei den Dingen, wo ihr was macht und dass ich mit euch auch so reden kann, dass ich euch in die Bringschuld hole. Jungs, ihr habt Erstverhandlungsrecht, ich rede mit euch, wenn ich eine neue Sache machen will und ihr kriegt dann auch eure fairen Prozente dran, aber ich bin frei. Und ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Wir haben es runtergezogen dann, ja. Ihr habt die aber auch ein Jahr lang weiterverkauft, Karl. Ihr habt mein Fitnessprogramm ein Jahr lang weiterverkauft und ich habe davon kein Cent bekommen. Also tu doch nicht so, als wärst du jetzt unschuldig und ich schulde dir Geld und ich habe dich gekostet. Interessant. Und ich habe das ein Jahr lang weiter betrieben und das Geld einkassiert, wo das Gericht dann auch gesagt hat, das ist eigentlich Geld, was mir zusteht. Das wusste ich noch gar nicht. Das wusste ich zum Beispiel, das ist für mich auch was komplett Neues. Also halblang, bitte. Dass es eine 50-50-Abmachung gab, wurde alles missachtet. Und ich will auch endlich, dass alle Leute mal checken, dass ich von hinten abgestochen würde, von meinen eigenen Jungs, die ich hochgezogen habe. Es ist so stark, wie er sich inszeniert hat. Er als der ehemalige Geschäftspartner, mit dem die nicht gut zusammengearbeitet haben, sagt jetzt, nachdem die von ihrem zweiten Geschäftspartner ebenfalls abgezogen wurden, sagt er jetzt, Jungs, ich hab euch gewarnt, der andere Geschäftspartner, der war der Böse. Ich war immer der Liebe. Ihr habt mir ein Messer in den Rücken gestochen. So, er stellt sich so krass in die Opferrolle, um die Allgemeinheit, die nicht wissen, was da abgelaufen ist, zu manipulieren. Und dass ich in Deutschland durch den Dreck gezogen wurde, obwohl ich eigentlich nur für alle Parteien immer alles Gute wollte. Klar, ich habe ein paar Fehler gemacht. Klar, ich habe ein paar Fehler gemacht. Nenn doch einfach die Fehler. Wäre doch auch mal eine gute Überlegung, oder? Diese Aussage von Karl, finde ich halt, die kommt halt einfach zu kurz. Dass er jetzt diesen... Ja, diese gezwungene Reflexion jetzt am Ende noch hinbringt, ich habe vielleicht ein paar Fehler gemacht, dann sag doch mal bitte, wo deine Fehler sind. Ja, absolut, genau. Ja, das wäre an dieser Stelle wenigstens mal was Ehrliches gewesen. Sag doch in dem Moment, wo du einen Fehler von dir siehst. Das Traurige ist, Karl merkt es nicht, niemand von außen hat Karl durch den Dreck gezogen, sondern er zieht sich selber mit seinen Videos, mit seinen unseriösen Videos, zieht er sich selber in den Dreck. Die beiden Jungs haben vorher noch kein Video zu Karl S. gemacht. Die haben sich noch nie dazu geäußert. Und überlegt mal, wann habt ihr eben gesehen, das Video, wo ich in Panamera saß mit den beiden, wo das noch die Karl S.-Zeit war? Das ist 6 Jahre her. Die haben 6 Jahre lang, haben die über diese Bitch-Moves geschwiegen. Und jetzt packen die aus und Karl S. ist schuld. Er hat sich selber in den Dreck gezogen, indem er einfach wieder Unwahrheiten verbreitet hat. Wenn du die ganze Zeit solche Sachen raushaust und dann am Ende dazu sagst, jo, ich habe halt vielleicht ein paar Fehler gemacht, dann kann niemand greifen, wo du vielleicht deinen Fehler siehst und wo du vielleicht denkst, dass du was falsch gemacht hast, Digga. Das ist doch, keine Ahnung, man kann so einfach nicht menschlich miteinander reden. Sag ich hätte so viel Respekt vor dir, Karl, wenn du einfach deine Fehler ganz klar betiteln könntest und auch einfach daraus gelernt hättest, Alter. Einfach nur daraus gelernt hättest. Ich fände das einfach extrem stark und das hätte ich mir auch gewünscht, weil das habe ich vorhin auch ernst gemeint. Du hättest echt das Potenzial gehabt, ordentliche Dinge zu tun. Und mittlerweile, ich habe das Gefühl, du beschäftigst dich leider nur oberflächlich mit Dingen und das Einzige, was zählt, ist Geld und diese ganzen... Scheiß mal auf dieses 100-Millionen-Business, das du da am Ende noch angesprochen hast, dass wir jetzt alle Multimillionäre sein können, Digga. Wir könnten jetzt alle cool miteinander sein und das wäre viel wichtiger, aber da wird halt mal wieder nur aufs Geld gekriegt. Das ist echt ein gutes Statement gewesen. Das muss man echt sagen, das ist echt ein gutes Statement gewesen. Die hätten alle miteinander noch cool sein können, die hätten noch Freunde sein können, ja, wenn das Geld die Freundschaft nicht kaputt gemacht hätte. Und das ist leider das Problem. Bei Geld hört vieles auf. Bei Geld hört auch oft leider die Freundschaft auf. Weil Geld macht die Leute drehen durch bei Geld. Ich sage an dieser Stelle ganz klar sagen, Karl, und das meine ich überhaupt nicht böse, aber so wie ich dich im Internet sehe und so wie ich dich kennengelernt habe, die letzte Zeit, ich habe absolut gar kein Interesse mit dir irgendwas zu tun, auch in irgendeiner Art und Weise mit dir in Verbindung zu stehen. Also wirklich absolut. Hä, ich verstehe nicht, warum er nicht mit Karl in Verbindung stehen möchte. Hä, Karl hat ihn doch nur Schläge angedroht und hat ihn 100.000 Euro abgezogen. Ich weiß, ich kommt da noch sein Business. Ich habe das alles so geschnitten, dass wir das noch sagen können. Also. Okay. Ich habe ein paar blöde Sachen gemacht, aber so wie ich durch den Dreck gezogen war, standen keine Verhältnisse. Also ich wünsche euch das Beste. Aber von wem wurde er in den Dreck gezogen? Ich biete euch sogar an, dass ich euch einen richtigen Anwalt besorge, weil das, was ihr... So eine, einfach das Verhöhnen ist das, was er macht. ...ihr da gehabt habt, Leute, das waren total Outplayers. Also eure Anwälte, all eure Leute, euer ganzes Team, Leute. Jetzt, ich sag das nicht schadenfroh, ich sag das wirklich von jemandem, der jetzt x Unternehmen aufgebaut hat. Und ich habe diese Fehler für euch ja schon hinter mir. Deswegen habe ich jetzt richtige Anwälte. Aber das, was ihr da habt... Deswegen habe ich jetzt richtige Anwälte. Das, was ihr da habt. Oh mein Gott. Es ist ein zusammengewürfelter Haufen. Ruft mich gerne an. Von mir aus könnt ihr auch den Kontakt aufnehmen über den Justin, über euren Kumpel. Ja, der hat meine Nummer, wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich glaube, der hat mein Instagram. Oh mein Gott, wie peinlich. Er will irgendwie noch Justin ins Spiel bringen und sagt, jojo, ihr könnt ja Justin fragen, der hat meine Nummer, wäre zu viel gesagt. Er hat mein Instagram. Glaubt ihr nicht, dass InScope und Tim Gabel auch das Instagram von
von Karl S. kennen? Was ist das für eine dumme Aussage? Wow, ihr Kollege Justin hat ihn auf Instagram. Heftig, Digga. Heftig. Oh mein Gott, einfach nur lost. Einfach, dass er es nicht rausgeschnitten hat, peinlich. Peinlich. Ich würde nach all dem, was passiert ist, Leute, John, absolut richtig, ja, euch sogar noch meine Anwälte zur Verfügung stellen. Und das ist der Punkt, der mich sehr getriggert hat, vor allem. Ja, er stellt sich jetzt wieder als der, er stellt sich jetzt so als derjenige da, um am Ende nochmal dieses gute, den guten Eindruck zu machen bei den Zuschauern von den gekauften Klicks, die er da gemacht hat auf YouTube. Obwohl ihr mir so in den Rücken gefallen seid, ihr habt mir alles zerstört, ihr habt mir meine Karriere zerstört, ihr habt mir ein Messer in den Rücken gerammt, ihr habt mich am Boden angespuckt, ihr habt draufgeschissen, aber, ich würde euch alle meine Anwälte anbieten. Das macht alles gar keinen Sinn. Das ist einfach nur Bullshit-Gelaber, das ist einfach nur sich selbst. Und die Leute, die halt die ganze Situation nicht wirklich kennen, die Leute, die nicht wissen, was da genau abgelaufen ist, die denken dann, hä, das hört sich ja voll nett an von Karl. Das hört sich ja voll nett an. Hä, Karl ist ja ein richtiger Ehrenmann. Das ist der klassische, ich probiere mich als Ehrenmann zu positionieren. Sagt Martin, ja. Martin-Move. So, wisst ihr, hätte Karl uns wirklich helfen wollen, hätte Karl wirklich gewollt, dass es uns, oder dass ihm wirklich an... Hätte er damals schon gesagt, ihr habt einen Betrüger, aber... Da hat er ja nicht. Dann hätte er doch kein Video drüber gemacht. Dann wäre er einfach hergegangen, hätte auf Instagram geschrieben. Ja, oder einfach nur privat sich geschrieben. Ja, genau. Warum hätte Karl S. ein Video gemacht, wo er sagt, ich packe aus über die Insolvenz von InScoop und so? Hätte er einfach, wenn er wirklich helfen möchte, mit Anwälten, hätte er auch einfach sagen können, hey, Jungs, pass auf, es ist viel Scheiß passiert in der Vergangenheit. Ich will kein Video drüber machen. Ich will euch einfach nur helfen. Hätte irgendwie probiert, unsere Nummer zu bekommen, um uns zu kontaktieren und dann zu sagen, hey Jungs, ich habe gesehen, ihr habt Probleme. Habt ihr vielleicht, kann ich euch vielleicht irgendwie Hilfe anbieten? True. Über ein Video sich zu positionieren, als würde man jetzt krass gerne helfen wollen, Digga. Also das finde ich echt sehr, sehr schwach, Digga. Die erste Hilfe, Karl, die du leisten könntest, ist zum Beispiel die Summe zahlen, die damals vom Gericht festgestellt worden ist. Die No front. Ja, Karl, also wenn du das Geld zahlen würdest, das vom Gericht da festgestellt wäre, das wäre eine Riesenhilfe für die beiden, weil hätten die wieder Geld. Die mir die Just Essential zahlt, die ihr dann auch geschäftsführerlos insolvent gehen lassen habt in UK, das wäre auf jeden Fall wirklich eine Hilfe. Das Zweite, was Karl mit diesem Video machen will, er nutzt diese Situation aus, weil er weiß jetzt zum Beispiel ich habe jetzt eher so dieses, was machst du? Ja, guck ganz kurz mal, wie viele Views das Video hat. Das Video hat nämlich zum aktuellen Stand 551.000. Das sind gekaufte Views. Er hat dieses Video als Werbung schalten lassen vor anderen Videos. Deswegen hat das so viele Aufrufe. Gucken wir mal ganz kurz, wie viele Views Karl sonst so macht. So, Leute! Ja, 20.000, 16.000, 12.000. Ich würde auf jeden Fall sagen, den einen oder anderen View hat er hier auf jeden Fall auf unseren Nacken gemacht. Okay. Also der Grund ist, wieso dieses Video jetzt macht, ist erstmal, er weiß, wir sind ohnmächtig und wir können uns nicht äußern zur derzeitigen Situation. So, das heißt, wir können euch keine Geschichte geben. Die dürfen sich nicht äußern, weil das gerade ein laufendes Verfahren ist. Das heißt, sie dürfen gar nicht sagen, was gerade mit ihrem aktuellen Businesspartner alles schiefgelaufen ist. Sonst würden die wahrscheinlich gerne was dazu sagen. Was bei uns jetzt tatsächlich abgelaufen ist. Er lässt das Video bewerben? Dani, ernsthaft? Er lässt es bewerben? Dani weiß ja, wo er arbeitet, in welcher Branche, ne? Ja. Okay, lässt er das wirklich bewerben? Also, schaltet er also da jetzt auf? Wenn Dani das sagt, dann bist du wahrscheinlich schon so. Also, da sieht man ja auch, wie viel Kalkül dahinter steckt. Das ist geplant. Mhm. So, aber guck mal. Wir können euch keine Geschichte geben, ihr wollt wissen, was abgeht bei uns und dann liefert euch Karl eine pseudoplausible Geschichte, in der er erstmal komplett falsche Schlussfolgerungen von Fakten zieht, die für jeden einsichtlich sind. Also, ganz kurz, generell zu dem Video kann ich nur sagen, Leute, es sind sehr, sehr viele Sachen, wo einfach Aussage gegen Aussage steht. Am Ende des Tages finde ich es blöd, dass das ganze Thema einfach in die Öffentlichkeit gekommen ist, weil ganz ehrlich, das ist eine Sache, die findet statt zwischen Karl, zwischen Tim, zwischen mir, vielleicht noch zwischen Ralf oder irgendwelchen anderen Geschäftsleuten, sonst eigentlich zwischen niemandem. Deswegen macht es eigentlich gar keinen Sinn, dass es so in die Öffentlichkeit getragen wurde. Aber die hatten ja keine andere Wahl. Die mussten ja, die waren ja jetzt gezwungen, die haben ja sich ganz ehrlich nicht geäußert, die waren ja jetzt gezwungen, öffentlich zu antworten, weil sie beide öffentlich diffamiert worden sind von Karl und öffentliche Lügen erzählt worden sind und dann auch auf das Werbung gebucht wurde, dass es mehr Klicks hat und so. Also ja, kann ich verstehen. Hätte ich an dieser Stelle genauso gemacht, dass man sich dazu öffentlich dann äußert. Ja, ist Karl aber auch selber schuld. Aber wir haben uns jetzt hier so ein bisschen in der einfach dazu gesehen, dass wir hier mal ein Video dazu machen müssen, ein Statement dazu abgeben müssen, genau. Wie es einfach aus unserer Perspektive ist, weil ich will sowas, dass sowas einfach nicht stehen bleibt. Ja, und für mich ist es einfach so, ihr müsst euch jetzt natürlich eure Meinung machen, ihr müsst natürlich jetzt entweder ihm glauben oder uns glauben. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich kann nur die Sache aus meiner Perspektive erzählen, wie es ist. Und ich finde es einfach schade, dass das Thema einfach so in der Öffentlichkeit jetzt ausgetragen werden musste. Und ich kann schlafen wie ein Baby, ganz ehrlich. Genau. Und alles, was jetzt... Wenn irgendwas hier sein sollte, wo ihr sagt, Tim, das ist unschlüssig gewesen oder Nico, für mich ist das ein emotionales Thema. Seit 5 Jahren ist jetzt das erste Mal, dass ich darüber so offen spreche. Und ich habe absolut gar keinen Spaß dran, Karl, und das meine ich auch wirklich ernst, dir zu schaden. Ich mag dich nicht, wirklich nicht. Vor allem nach allem, was passiert ist, wie du dich...
verhältst, hinterrücks und dann so online einen auf St. Martin machst, das finde ich unfassbar ekelhaft. Ich finde deine Lügen unfassbar ekelhaft und die machen mich auch sauer. Und es trägt auch dazu bei, dass ich dich mag. Aber ich habe keinen Spaß daran, dich irgendwie im Internet bluten zu sehen. Deswegen tut mir auch den Gefallen, das mache ich auch ernst. Hatet Karl nicht. Die schlimmste Strafe, die Karl haben kann, ist einfach, indem man ihm keine Beachtung schenkt. Und wenn Karl irgendwann in seinem Leben guten Content machen sollte oder ihr der Meinung seid, dass er guten Content macht, dann genießt den, zieht euren Mehrwert daraus, macht, was ihr wollt. Aber bitte, Karl, hör einfach nur auf, Klicks auf unserem Nacken mit Lügen zu machen. Ich bitte dich drum. Weil sonst werde ich ein letztes Mal alle Leute zusammentrommeln, die du abgezockt hast. Ich kenne alle und ich habe auch Austausch mit allen gehabt. Und ich will es nicht, aber dann weiß ich mich anders zu helfen. Also ich kann auch einfach nur noch sagen, es wäre halt einfach nice. Wenn man mir nicht glaubt. Wenn man einfach aufhören würde, Lügengeschichten über uns im Internet zu verbreiten, die so einfach nicht stimmen. Weil das ist einfach nur schade, Digga. Also wenn jemand Lügengeschichten über mich erzählt, die mich wirklich maximal stören, dann würde ich erstmal eine Unterlassungsklage rausschicken. So richtig auf Allmann-mäßig. Das kann ich auch nur den beiden empfehlen. Was der Karl da macht, ist Rufmord und rufschädigend. Da kann man erstmal eine schöne Unterlassungsklage raushauen. Und natürlich dann noch ein Video mit allen Beteiligten, weil es dann lustig ist. Das war's eigentlich von meiner Seite aus zu dem Thema, zu dem Video. Wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwo hier was, wenn es jetzt differenziert gewesen wäre, dann hätte ich es auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen reflektiert und geguckt, aber ich muss jetzt auch einfach extrem sein, weil das ist so viel Kacke gewesen, Alter. Ja, ihr müsst auch entschuldigen, das ist sehr, sehr emotional aufgeladenes Thema, deswegen. Und es ist auch live, ne, also, ja, jetzt verpiss ich dann, alle Leute wollen, dass ich gehe, aber ich will wirklich auch, und das ist mir wichtig, hate Karl nicht, Karl, bitte, wenn du eine Sache aus dem ganzen Ding ziehst, ein bisschen mehr Reflexionsvermögen und Ehrlichkeit, und wenn du es wirklich klären willst, ruf uns einfach an und wir klären es, und du sagst uns, was dich gestört hat, wir sagen dir, was uns gestört hat. Aber das ist klar. Und bitte hör auch auf, dieses Ganze mit dem Ralf hin und her geschiebe. Eure ganze, ja, der ist schuld und eigentlich ist der schuld und der hat die Kacke gebaut und ich wusste nichts davon und so. Hört mir auf mit der Scheiße. Ihr wusstet beide, was ihr macht. Ja, interessantes Video. Ging eine Stunde lang. Ich weiß nicht, wie lange die Reaktion jetzt ging. Ich sag mal so, ja, es ist natürlich jetzt ein sehr langes Video gewesen. War auch eine absolute Ausnahme, aber es ist halt ein Thema, was jetzt ja sehr sehr emotional und alles war. Und ich muss auch sagen, ich bin natürlich auch neugierig, was wird da öffentlich über beide Parteien erzählt. Und man möchte natürlich auch im Bilde sein, wenn die es schon öffentlich machen. Und ja, vielleicht haben euch meine Meinung zu bestimmten Themen auch irgendwie noch weitergeholfen. Ich habe ja noch ein paar Fragen beantwortet, allgemein zum Thema Business, zum Thema YouTube, zum Thema Netzwerke und so weiter und so fort, weil es sich da ganz gut angeboten hat. Und auch zum Thema, seid vorsichtig, mit wem ihr Business macht. Ich fand das Video von Tim und InScoop erstaunlich, gesittet dafür, dass da so viel Scheiß abgelaufen ist, über 100.000 Euro Geld unterschlagen und dies und das. Dafür sind die beiden noch sehr entspannt geblieben, ne? Vor allem Tim, der hat sie am härtesten erwischt. Die sind noch relativ ruhig geblieben und so. Ich fand vernünftig, wie die argumentiert haben. Und ja, was man sich nur wünschen könnte, wäre, dass Karl da mal wirklich zu den Vorwürfen wirklich mal Tacheles redet und zumindest mal auch bestimmte Sachen, die wirklich so passiert sind, zugibt. Ja, vielen Dank für dieses Zuschauen von so einem extrem langen Video und auch zu so ernsten Themen, weil es war jetzt nicht Comedy, hahaha, sondern es war jetzt wirklich knallharter Business-Talk. Kuss geht raus an alle, die zuschaut haben.